Inzwischen habe ich doch so lange an diesem Werk hier rumgeschnibbelt, dass ein kleiner Hinweis zu Beginn notwendig ist. Also ursprünglich war das ja mal ein zusammenhängender Vortrag, meinerseits größtenteils auf dem Balkon, teilweise auf dem Sofa, und eine ja, Literaturstudie zu verschiedenen Autoren, die sich zur Gefährlichkeit des Wolfs nicht oder eben doch und dann teilweise mal sehr, mal weniger ausführlich geäußert haben. Allerdings ist im Laufe dessen, dass ich eben während des Schneidens auch noch ein bisschen weiter recherchiert habe, noch ein bisschen was dazugekommen an Quellen und ich wusste gar nicht, dass von einer der sehr prominenten Quellen, nämlich der sogenannten NINA-Studie aus Norwegen, auch eine aktualisierte Fassung seit Januar diesen Jahres existiert. Das heißt, die hatte ich noch nicht mitbekommen, als ich das hier aufgenommen habe und habe sie jetzt hinterher noch reingeschnitten. Ist also alles drin. Das mag hier und da vielleicht ein ganz kleines bisschen chaotisch sein. Ihr solltet mir allerdings trotzdem folgen können und einen roten Faden erkennen können. So, und dann noch ein weiterer kleiner Hinweis. Wer jetzt meine bisherigen Ausführungen der letzten Woche und der letzten Wochen zum Wolf bereits aufmerksam gefolgt ist, der wird hier vielleicht das eine oder andere wiedererkennen. Aber trotzdem steckt hier noch erheblich mehr drin. Ich meine, das ganze Machwerk ist jetzt über 3 Stunden lang, was ihr so noch nicht gehört habt und da werdet ihr also bestimmt noch die eine oder andere zusätzliche Information mitnehmen können, sofern euch das dann in der Ausführlichkeit überhaupt interessiert. Und das bringt uns zur dritten Anmerkung. Das hier hat einen gewissen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe jetzt nicht jede Publikation, die die Gefährlichkeit von Wölfen behandelt, hier aufgenommen, aber doch sicherlich sehr viele. Und daher kommt auch die Länge dieses Werkes zustande. Ist also war auf jeden Fall was für extrem Interessierte, die sich zum Thema Wolf und Wolfangriffe so gut informieren wollen, wie es nur irgendwie möglich ist. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht, das in dieser Ausführlichkeit zu behandeln und mal wirklich ein bisschen wissenschaftlicher zu arbeiten und eine ausführliche Auswertung der Literatur durchzuführen. Ja. Und das wäre die Anmerkung gewesen. Die ist jetzt 2,5 Minuten lang. Das fällt bei der Gesamtlänge gar nicht auf. Also legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß und bedanke mich schon mal fürs Reinschauen, weil das war echt viel Arbeit. Hallo und herzlich willkommen auf dem Balkon. Wir machen heute was Ausführlicheres ein bisschen. Ja, ihr seht ja schon, wie lang das Video geworden ist. Das weiß ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Aber die Ausführlichkeit ist notwendig, denn es ist wirklich ein Thema, was immer wieder aufkommt. Was wir jetzt vielleicht doch einmal in aller Ausführlichkeit mit Quellen, mit ja, soweit wir es haben, belegen und allem Pipapo mal durchsprechen können. Und mit ein paar Spekulationen und ja, so alles, was man da halt eben für braucht und einordnen können, was wie verlässlich ist als Quelle. Denn wirklich beantworten lässt sich die Frage nicht im Sinne von, dass wir am Ende eine Zahl von 7,3% rausbekommen oder irgendwie sowas. Das wird nicht passieren. Aber wir kommen vielleicht doch ein bisschen näher ran, als einfach nur zu sagen, wissen wir nicht genau. So, worum geht's? Das wisst ihr natürlich schon. Ihr habt den Titel gelesen. Wie gefährlich ist er denn nun? Oder ist er jetzt gefährlich? Oder ist das nicht? Wenn man provokanterweise wirklich wissen möchte, ist der Wolf gefährlich, ja oder nein, dann muss man diese Frage selbstverständlich mit einem ganz klaren Ja beantworten, wenn man nur Ja und Nein als Antwortmöglichkeiten zur Verfügung hat. Warum? Naja, ganz einfach, gefährlich ist auch unsere Wand hier. Ja, weil wenn du gegen diese Wand mit Vollkarache dagegen rennst, dann tust du dir ziemlich weh. Dann kannst du dich richtig böse verletzen. Ja, also Wand, hochgradig gefährlich. Oder hier mein Schlappen. Hochgradig gefährlich. Stell dir mal vor, du rutscht auf diesem Schlappen aus und brichst dir sonst was beim, ja, beim im Dunkeln versuchen aufs Klo zu gehen und dann liegt der Schlappen im Weg. Das soll ja schon vorgekommen sein. Und dann stolpert man drüber und dann hat man eben entsprechend ein Problem. Worauf will ich hinaus?
alles ist irgendwo oder fast alles kann potenziell gefährlich sein, wenn die Umstände einfach nur dumm genug laufen. Und der Wolf als Tier, das auf das Töten anderer Tiere spezialisiert ist, ist selbstverständlich bis zu einem gewissen Grad und unter bestimmten Bedingungen gefährlich. Natürlich, ja, also das steht völlig außer Frage. Allerdings müssen wir uns selbstverständlich jetzt schon auch gleichzeitig gefallen lassen. Ja, ist er denn so gefährlich wie Rauchen? Ist er so gefährlich wie Straßenverkehr oder Blitzeinschläge und so weiter und so fort? Und das ist eben extrem schwer zu sagen. Ist er gefährlicher als diese Wand da hinten? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, der Wolf hat insgesamt doch mehr böse Taten, wenn wir das jetzt so nennen wollen. Da kann man sich auch sehr gut drüber streiten, inwiefern es böse ist, sich artgerecht zu verhalten. Ob jetzt Menschen töten artgerecht ist, darüber müssen wir uns auch noch streiten. Machen wir auch noch. Aber ja, jedenfalls hat der Wolf wahrscheinlich mehr Leute auf dem Kerbholz als diese Wand. Ja. Also so gesehen, ein schwedisches Forscherteam, die bisher so die umfassendste Arbeit zur Gefährlichkeit des Wolfs veröffentlicht haben, die ist gar nicht mal so jung. Von 2002 ist die Arbeit, aber sie ist nach wie vor halt eben das Beste, was wir haben. Die formulieren es sehr schön, nämlich indem sie sagen, die Gefährlichkeit des Wolfes ist größer als null. Irgendwo im Bereich größer als null. Tatsache ist aber auch, was viele Wolfsbefürworter anmerken werden, und das völlig zu Recht, ist, dass bisher die Zahl der Todesfälle und beziehungsweise der Verletzungsfälle, die vom Wolf verursacht worden ist, in den letzten, mehr nicht in den letzten 50 Jahren, aber von 1950 bis 2002, ist sehr überschaubar, zumal die Daten, die wir in der Zeit gewinnen konnten, mit ziemlicher Sicherheit stimmen oder zumindest eine sehr hohe Validität besitzen und eben sehr gering ausfallen. Und wenn man sich andere Ursachen anguckt, woran man sterben kann, dann sind wahrscheinlich verschluckte Erdnüsse 10-mal gefährlicher als Angriffe vom Wolf auf den Mensch. Insbesondere, wenn man sich anschaut, ich glaube, die Zahl der Toten eben besagt von 50 bis 2002 lag irgendwo bei, ich meine, 8, davon 5 durch Tollwut. Aber die genauen Zahlen müssen wir uns noch angucken. Tollwut ohnehin so ein Thema. Viele Wolfsforscher haben lange Zeit behauptet, was heißt behauptet, ist behauptet ist auch wieder böse. Sie waren sich sicher, bis dann eben einzelne Fälle bestätigt haben, dass das nicht stimmt. Aber sie waren sich bis zu diesem Zeitpunkt sicher, dass Wölfe nur dann gefährlich sind, wenn sie entsprechend unter Tollwut leiden und alle Fälle von Wölfen greifen Menschen an, eben mit tollwutkranken Tieren in Verbindung stehen. Wir haben inzwischen ein paar Beispiele, wo Tollwut ausgeschlossen werden kann, weil man dann hinterher am Opfer keinerlei Tollwutbakterien finden konnte. Oder ist das ein Virus? Das weiß ich immer nicht auswendig. Ne, seht's mal nach, das habe ich jetzt nicht noch recherchiert. Aber jedenfalls konnte man keinerlei Tollwuterreger, jetzt stimmt's wieder, feststellen beim Opfer. Das heißt, Tollwut darf ausgeschlossen werden. Und ja, nehmen wir als Beispiel eben die berühmte Joggerin in Alaska, die mit Kopfhörern in Alaska rumrannte, mitten im Nirgendwo, und nicht mitbekommen hat, dass sie dabei von einem Wolfsrudel verfolgt wurde. Vielleicht hat sie es auch mitbekommen, ist dann noch schneller gerannt, hat sich immer mehr wie Beute verhalten und wurde dann auch wie solche behandelt. Ja, so, aber mal ganz grob, vielleicht noch schnell. Ist der Wolf gefährlich? Ja, nein, schon ja, aber sicherlich nicht sehr, wenn wir das rein statistisch betrachten wollen. So, leider hat dann ein defekter Akku meiner Kamera ein bisschen was vom Bildmaterial geschrottet, auch vom Tonmaterial, und deshalb mache ich das jetzt einfach per Voice-Over und erzähle euch, was wir nun vorhaben. Was man nämlich tut in der Forschung, wenn man eben viele kontroverse Meinungen von vielen Experten zu einem Thema hat, ist, man macht eine sogenannte Metastudie. Das heißt, man schnappt sich sämtliche Studien, die es zu einem Thema gibt,
Das sollte jemand tun, der auch in der Lage ist, die entsprechenden Studien so ein bisschen einzuordnen, ob die was taugen oder nicht. Zumindest dafür muss man nicht zwingend Fachwissenschaftler sein. Da reicht es überhaupt, irgendein Wissenschaftler zu sein, damit man eben die Methodik einer wissenschaftlichen Arbeit an sich einschätzen kann. Ist natürlich von Vorteil, wenn man trotzdem auch im Fach sich entsprechend auskennt. So, und dann nimmt man also alle Studien, die zu einem Thema existieren, und packt die sich auf den Schreibtisch und liest die sich alle durch und versucht dann eine Konklusion hinzukriegen im Sinne von so und so viele Autoren bzw. so und so viele Studien sagen, der Wolf ist potenziell gefährlich, so und so viele Studien sagen, der ist immer in jedem Fall 100% ungefährlich, und so viele Studien sagen dazu einfach überhaupt nichts. Letztere könnte man dann von vornherein außen vor lassen, weil sie sich mit dem Thema Gefährlichkeit des Wolfs gar nicht beschäftigen. So, und so eine Metastudie, meines Wissens existiert die in dieser Form nicht. Oder sie ist so gut versteckt, dass ich noch nie was davon gehört habe, aber ich denke, sie sollte eigentlich Aufmerksamkeit erregen, wenn es sie gäbe. Deshalb darf ich da wohl von ausgehen, dass das nicht der Fall ist. Jetzt könnte ich die tatsächlich erstellen. Dafür fehlt mir aber die Zeit, weil das dauert dann nicht so lange, wie ich für die ganze Recherche und das Zusammenstellen dieses Videos gebraucht habe, und das waren durchaus ein paar Tage, sondern diese Bücher, da müssen nämlich auch gelesen werden übrigens, sondern das dauert dann eben ein paar Monate, und das ist es nicht wert, auch wenn ich mit so einem Video ein kleines bisschen Geld verdiene. Das wäre ein Stundenlohn von wahrscheinlich nicht mal einem Cent, irgendwie sowas in dem Bereich, und ne. Das machen wir nicht. Aber trotzdem, so wäre das Vorgehen, wenn man eben in so einer kontroversen Frage eine Antwort haben möchte, die möglichst valide ist. Jetzt habe ich aber nicht alle Studien zum Thema Gefährlichkeit des Wolfs gelesen und auch nicht jedes Wolfsbuch in meinem Besitz, sondern nur sechs. Es gibt noch ein sechstes, das habe ich allerdings nur in digital, weil mir das ehrlich gesagt ausgereicht hat und die digitale Version ganz hervorragend ist. Ja, aber die vorliegenden habe ich eben auf die entsprechenden Fragestellungen überprüft. Warum ist dieses Video so super, super, super lang? Naja, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich da ein bisschen getriggert worden bin und man mir Unkenntnis in der Sache unterstellt hat. Und ich kann es ja nun überhaupt nicht leiden, wenn man mir in Sachen, in denen ich Kenntnis besitze, Unkenntnis unterstellt. Und dann ist hin und wieder das Resultat, dass ich dann ein bisschen durchdrehe und Videos mit gewissem Anspruch auf Vollständigkeit in komplexen Themen rauskloppe. Das ist schon zwei, dreimal vorgekommen im Laufe der Vergangenheit, und das ist jetzt auch wieder so eins, ne? Also ich mag kein ausgesprochener Wolfsexperte sein, ich bin aber sehr wohl in der Lage, mit meinem entsprechenden Wissen um Wildbiologie einigermaßen einzuschätzen, was die anderen tatsächlichen Wolfsexperten zu dem Thema sozusagen haben, und zwar die Wolfsexperten, die im Großen Club der Wolfsexperten mit dem jeweiligen zu dem Thema überhaupt was aussagen können. Weil Wolfsexperte ist kein geschützter Begriff und durchaus etwas, was relativ schnell mal vergeben werden kann an zum Beispiel jemanden, der in einem Wildpark mit Wölfen arbeitet. Der hat täglich mit denen zu tun. Man darf dann schon davon ausgehen, dass er irgendwo ein Wolfsexperte ist und man diesen Begriff ihm gegenüber oder ihr gegenüber selbstverständlich gerne verwenden darf. Und da ist auch nichts schlecht oder falsch dran. Nur weil du fünf Wölfe persönlich kennst, zum Beispiel, und mit fünf Wölfen täglich zu tun hast, bedeutet das nicht zwingend, dass du dadurch zu jedem Wolf auf dem Planeten was sagen kannst. Das ist so ähnlich wie wenn du mit fünf Menschen regelmäßig was zu tun hast und deswegen bist du jetzt Menschenexperte und super qualifiziert zu allen Fragen des Menschen irgendwie was aussagen zu können. Das ist Blödsinn, und das wäre auch bei Wölfen so, nur weil man ein paar, wie gesagt, betreut oder auch wissenschaftliche Untersuchungen zu ein paar Wölfen macht und dann später nicht weiter schaut, inwiefern sich diese jetzt allgemein auf andere Wölfe übertragen lassen und die entsprechenden Forschungsergebnisse konsistent auch in anderen Wolfspopulationen auftreten. Das wären alles so Einzelfallgeschichten. Auch ein Einzelfall übrigens wäre es zum Beispiel zu sagen, es gibt hier und dort ein Wolfrudel, die schon seit
seit 20 Jahren gefühlt unter Menschen leben. So alt werden Wölfe gar nicht, aber dann halt eben über mehrere Generationen sogar unter Menschen leben, auf einer Müllkippe fressen gehen und Leuten ständig begegnen und alle finden die Wölfe toll und noch nie ist was passiert. Das sagt dann letztendlich wirklich nur aus, dass es eben hier eine Wolfspopulation, eine kleine, ein einzelnes Rudel gibt, bei denen das so funktioniert. Das kann man also auch wieder nicht 1:1 auf alle anderen Wölfe übertragen. Wölfe haben mit dem Menschen eine Sache gemeinsam, sie haben ein gigantisches Verbreitungsgebiet. Und je nachdem, ob man sich jetzt einen alaskanischen weißen Wolf, oben rechts im Bild, oder einen europäischen Grauwolf anguckt, das sind schon Unterschiede, weil sie in ganz unterschiedlichen Habitaten leben, unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Ein schönes Beispiel sagt zum Beispiel der Herr Ziemen, das ist der untere Reihe linkes Buch, im Vorwort von oben rechts, der weiße Wolf, sagt zum Beispiel ganz wunderbar und bringt ein tolles Beispiel, dass der Herr Mech, auch oben rechts, das Buch Der Weiße Wolf, bei seinen Studien mit Polarwölfen in Alaska, Kanada und so weiter, relativ einfach die besendern konnte, weil die in jede Falle reingedappt sind, weil die Menschen nicht kennen. Man kann sich ihnen auch ganz gut nähern, weil sie mit dem Mensch erstmal nichts anfangen können, neugierig sind und den dann später als freundliches, seltsames Wesen wahrnehmen, mit dem sie nicht großartig viel zu tun haben. Ein Konflikt zwischen Wolf und Mensch hat es da oben nie gegeben und entsprechend verhalten sich die Wölfe. Einen mitteleuropäischen Wolf wirst du selbst als größter Wolfsexperte aller Zeiten in den Karpaten kaum aufspüren können. Es ist extrem schwierig, da mal welche zu fangen und sie zu besendern oder in den Abruzzen, so wie eben von Herrn Ziemen im Vorwort von Der Weiße Wolf wunderbar beschrieben, dass der amerikanische Wolfsexperte L. David Mech eben entsprechend versucht hat, mit dem Herrn Ziemen zusammen, Erik Ziemen, in den Abruzzen Wölfe zu fangen und die sind ums Verrecken nicht in seine hundertfach bewährten Fallen für alaskanische Wölfe hineingerannt. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man Wölfe nicht über einen Kamm schert und nur weil ein Wolf sich so und so verhält, gilt das nicht für alle. Das ist genau wie mit Menschen. Wenn sich ein Mensch so und so verhält, kannst du daraus nicht gängige Regeln für alle Menschen auf dem Planeten abhandeln. Wölfe sind hochkomplexe, hochsoziale, hochindividuell agierende Wesen und man darf die wirklich nicht versimplifizieren. Sie sind auch keine Roboter, bei denen man Knopf A drückt und dann machen sie Aktion A und wenn man Knopf B drückt, machen sie Aktion B, sondern sie können individuell völlig unterschiedlich auf verschiedene Reaktionen reagieren, auch wenn es ein sicherlich durchschnittliches, arttypisches Verhalten gibt, wie es das bei uns Menschen auch gibt. Wenn man uns ein Bonbon gibt, werden wir es im Regelfall essen und der Wolf wird im Regelfall auch ein Stück Fleisch nicht zu verachten wissen, was man ihm hinlegt. Ne? Aber so in der Richtung muss man da wirklich vorgehen. Was man aber auch nicht tun darf, auch wenn es gewisse Parallelen zwischen Wolf und Mensch als komplexe Säugetiere sehr wohl gibt, ist der Wolf kein Mensch. Und man darf ihn auch nicht zu sehr vermenschlichen und ihm zum Beispiel unterstellen, dass er ein ganz vernünftiges Tier ist und grundsätzlich nichts Böses vorhat, weil das würde so ein Wolf ja niemals tun, weil der ist grundsätzlich gut. Denn es gibt ebenfalls dann wiederum gerne einen Vergleich zwischen Mensch und Wolf. Gute Wölfe, schlechte Wölfe, irgendwelche Wölfe dazwischen. Auch bei uns. Niemand würde jemals ein Kind vom Nachttopf schubsen. Sowas tut man ja einfach nicht. Und jeder weiß, dass das falsch ist. Es gibt aber Menschen, die tun sowas doch. Es gibt auch Leute, die begehen Amokläufe und töten viele, viele Kinder und sonst was. All das ist in der Weltgeschichte schon vorgekommen. Und was in der Weltgeschichte ebenfalls schon vorgekommen ist, sind eben Angriffe von Wölfen auf Menschen und darüber wollen wir uns jetzt eben ein bisschen unterhalten. Wir wollen uns wirklich versuchen, so frei von irgendwelcher Romantisierung des Wolfes, so frei davon wie nur irgend möglich, eben intensiv mit der Thematik zu beschäftigen. Wenn ihr was damit irgendwie nicht einverstanden sein solltet, was ich hier erzähle, dann dürft ihr gerne mit sachlichen Argumenten versuchen, mich zu widerlegen und eure eigenen Wolfsexperten rausholen. Aber wichtig ist halt auch immer, nicht
einen Wolfsexperten auszusuchen und zu sagen, der sagt was anderes, der muss recht haben, weil das ist der, den ich mir jetzt ausgesucht habe, sondern man muss dann halt eben schon auch die Meinung der anderen Wolfsexperten akzeptieren und vor allen Dingen eben, wie gesagt, unterscheiden, ist es ein Wolfsexperte, der sich mit dem entsprechenden Thema überhaupt beschäftigt, weil dann mag er Wolfsexperte sein, aber eben kein Experte gegebenenfalls für Fragen, wie gefährlich der Wolf ist. So. Ich selber habe nie behauptet, Wolf-Experte zu sein. Nichtsdestotrotz, Henry Okama, der Wolf, Ökologie, Verhalten, Schutz, unten rechts im Bild, ist das erste wissenschaftliche Buch, das ich jemals gelesen habe. Da war ich noch im Pubertieren und hat mich maßgeblich geprägt, hat mich zu einer Zeit, als ich noch in der Hauptschule gesessen bin und wo ich zwar ursprünglich mal vorhatte, Biologie zu studieren, was dann ja Forstwissenschaften geworden sind, hat mich dieses Buch vielleicht dazu gebracht, dass ich dann doch studieren wollte. Und möglicherweise war es ein zentraler Punkt, der mich dann über den zweiten Bildungsweg noch bis zum Master of Science irgendwie geführt hat und getrieben hat, weil ich einfach das dringende Bedürfnis hatte, mehr über so faszinierende Tierarten wie eben den Wolf zu erfahren und andere Zusammenhänge der Natur ebenfalls kennenlernen zu wollen. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht seit bestimmt 25 Jahren mit der Thematik Wolf auseinandersetze und diese Bücher sind meine. Ja, also ich habe die alle gelesen und habe noch, wie gesagt, ein sechstes und zusätzlich habe ich noch alles mögliche andere gelesen, was man in Bibliotheken ausleihen kann. Ich mag kein ausgewiesener Wolfsexperte zu sein, bin aber im Bereich der Literatur und auch in Sachen Beobachtungen von Gehegewölfen inzwischen mit einer gewissen Erfahrung ausgestattet, vorsichtig ausgedrückt. Und um eben die Meinungen verschiedener anderer, wirklicher, echter Wolfsexperten, wie eben Erik Ziemen, einordnen und in einen gewissen Kontext stellen zu können, dafür langt's. So, und das passiert in diesem Video. Da mir auch da jetzt ein abrupter Übergang nur möglich ist, weil mir eben hier Material verloren gegangen ist, wir fangen jetzt an, die einzelnen Bücher durchzugehen, die Meinung der einzelnen Autoren durchzugehen, teilweise mit Beispielen, teilweise ganz spannende Zitate, also hoffe ich zumindest. Und ja, ihr habt wahrscheinlich Zeit mitgebracht, wenn ihr dieses Ding hier angeklickt habt. Und wir fangen an mit Der weiße Wolf oben rechts von David L. Mech, L. David Mech, so rum. Das ist ein sehr bekannter amerikanischer Wolfforscher, der später im weiteren Verlauf seiner Forschung auch mit Erik Ziemen zusammengearbeitet hat. Erik Ziemen ist der Vater der Wolfsforschung in Europa, gebürtiger Schwede, später in Deutschland und in Italien tätig und sicherlich... Ja, man muss ihn ein bisschen in einem Atemzug mit Leuten wie Konrad Lorenz nennen, einer der Pioniere der Verhaltensforschung bei Tieren und ein wirklich ganz großer in seinem Bereich. Es gibt noch andere große Wolfsforscher, die hier nicht erwähnt werden. Das ist nicht böse gemeint, aber sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass es sonst halt eben 5 Stunden oder 6 oder ein paar Tage dauern würde, bis man hier alles durchgekaut hat. Ich denke, die Ausführlichkeit ist in diesem Umfang trotzdem gegeben. Wünsche euch dann jetzt viel Spaß mit den jeweiligen Literaturzitaten und den Einblicken in die Bücher und natürlich ist mir bewusst, dass es sich hierbei um ein Hardcore-Video, das nur für einige wenige interessant sein dürfte, handelt, aber ich fühle mich sehr gut, nachdem es jetzt fertig ist. Tatsächlich spreche ich diese Passage jetzt ganz zum Schluss ein. Ja, also viel Spaß. Die hier behandelt werden, sind eben die größten Wölfe, die wir auf der Erde so haben. Die können bis zu 70 Kilo schwer werden. Zumindest gibt es da einige seltene Einzelfälle, wo ein Rüde mal 70 Kilo hat. Entsprechend viel Futter brauchen die. Und sie leben auch tatsächlich ein bisschen anders als die meisten anderen Wolfsvorkommen. Wölfe sind ja sehr anpassungsfähig und haben innerhalb der Säugetiere das größte natürliche Verbreitungsgebiet. Wichtig, das größte natürliche Verbreitungsgebiet. Nicht das tatsächlich größte Verbreitungsgebiet. Das hat die Wanderratte oder die Hausratte, eine von beiden. Die gibt es quasi überall, wo wir Menschen sind. Und da wir tatsächlich das Säugetier mit dem wirklich weltweit größten Verbreitungsgebiet sind und die Ratte mitkommt, ist es die Ratte. Meines Wissens. Oder die Hausmaus. Aber ich meine, die Ratte wäre sogar noch krasser. Gut, aber beim natürlichen Verbreitungsgebiet, wie gesagt, Wolf
führend. Und Polarwolf hat eben dahingehend eine Besonderheit, dass die in der Tundra unterwegs sind. Da gibt es sehr große Pflanzenfresser. Die kann man sehr gut essen. Das Dumme ist nur, die muss man erstmal kriegen. Und vor allen Dingen muss man die auch erstmal tot kriegen. Und wenn wir uns vorstellen, dass die Moschusochsen jagen, und das tun sie mitunter, und ich denke, an dieser Stelle darf ich hier vielleicht einmal kurz ein paar Bilder zeigen, wie hier eben Wölfe eine Moschusochsenherde umkreisen, um die Herde nach Möglichkeit. Gibt verschiedene Strategien, und das wird hier alles wunderbar beschrieben, das ist ein hervorragendes Buch, in Panik versetzen, damit eben dann das langsamste Tier das ist, was am Ende übrig bleibt, was sie sich am Ende dann schnappen, während einige Exemplare der Wölfe den Rest der Herde weiter bewegen, um sie eben zu separieren. Das langsamste Tier plus den Rest der Herde schnappen sich dann einige, die sie irgendwo versteckt haben, möglicherweise auch im hohen Gras hinter der nächsten Weggabelung. Es gibt keine Wege da. Und sonst wie irgendwelche ganz ausgefallenen, raffinierten Jagdstrategien. Man dachte lange Zeit, das sei bei Wölfen Usus, dass die so jagen, aber tatsächlich tun das nur die bisher best erforschtesten Wolfpopulationen. Das sind lustigerweise eben die Polarwölfe, weil die können sich schlecht verstecken, die kann man schnell finden, die fallen auf, da sind weiße Flecken in der Landschaft, in der es sonst nichts gibt. Und daher lassen die sich einfach sehr gut beobachten. Man kann wunderbar auch heutzutage mit einem Helikopter oder mit einer Drohne filmen, wie diese Jagden ablaufen. Da gibt es inzwischen richtige Actionsequenzen. Damals, als dieses Buch hier rauskam, waren die Fotos quasi sensationell. Und der Autor, der da übrigens ist, dieser hier, ne? Das ist... L. David Mech. Ja, der nennt sich so. L. David Mech. US-Amerikaner und ist eben in verschiedenen Forschungseinrichtungen bezüglich Wildlife tätig gewesen und hat im Laufe seines Lebens bis zum Erscheinen dieses Buches 30 Jahre lang regelmäßig Wölfe im hohen Norden beobachtet. Teilweise auch immer dasselbe Rudel. Sie haben jetzt sich nie mit ihm ein Küsschen gegeben oder sowas, haben seine Anwesenheit aber akzeptiert, auch bei den Welpen, was besonders bemerkenswert ist. Normalerweise verteidigen gerade Polarwölfe, sagt man, ihre Welpen extrem intensiv, und wenn man auf die Idee kommt, die Welpen aus der Nähe fotografieren zu wollen, dann macht man das gegebenenfalls nur einmal. Um noch mal zum Thema der Gefährlichkeit der Wölfe zurückzukommen. Jedenfalls, Wissenschaftler wie eben der Herr Mech, die sehr viel Zeit und mit sehr viel Liebe und trotzdem einen wesentlichen Beitrag zur Forschung geleistet, ja gar keine Frage, aber mit sehr viel Liebe an die Sache rangegangen sind, die äußern sich wenig bis nicht zum Thema Gefährlichkeit von Wölfen. Darauf möchte ich gerne hinaus. Und während all meine anderen Bücher hier irgendwelche lustigen Fresszettel dran haben, mit markierten Stellen, hat das hier keine, weil da tatsächlich auch keine Stelle drin ist, wo es vom Thema Gefährlichkeit der Wölfe in irgendeiner Form einen Beitrag gibt. Dass die Nutztiere reißen, spielt in Alaska und Kanada nicht wirklich eine Rolle, weil da gibt es keine Nutztiere, die sie reißen könnten. Ergo, er hat die Wölfe da beobachtet, wo es keinen Konflikt zwischen Wolf und Mensch gibt oder so gut wie keinen. Wir hatten es ja auch schon von der Joggerin in Alaska, bei der es dann zu einem bedauerlichen Missverständnis gekommen ist. Und worauf möchte ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass selbst wenn man ein absoluter Wolfsexperte ist, das steht bei Herrn Mech völlig außer Frage, dass der die Wölfe so gut beobachtet hat wie wenig andere. Es gibt noch andere. In freier Wildbahn, unter den natürlichsten Bedingungen, wie man sich's nur wünschen kann. Und trotzdem wird der Herr Mech wahrscheinlich keine allzu qualifizierte Aussage zum Verhalten von Wölfen in Mitteleuropa in einem 100%, naja nicht 100%, aber doch wirklich extrem anderen Lebensraum unter ganz anderen Bedingungen machen können. Weil, was ist der wesentliche Unterschied? Damit es zu einem Konflikt zwischen einem Mensch und einem Wolf kommen kann, müssen beide erstmal zusammentreffen. So. Und wenn Alaska irgendwie eine Einwohnerdichte von 2 pro Quadratkilometer hat, wenn überhaupt, ne? Und Deutschland, ich glaube knappe 300, irgend sowas um den Dreh, ich weiß es gerade wieder mal nicht auswendig, dann ist das ein Unterschied. Und wenn in Alaska 2000, 3000, 4000 Wölfe unterwegs sind, dann haben die da ziemlich viel Platz.
So, an dieser Stelle mal noch eine Berichtigung der aktuellen Zahlen. Ich schreibe da auch noch ein bisschen was in die Videobeschreibung diesbezüglich. Also erstmal, Deutschland hat eine Bevölkerungsdichte von circa 230 Einwohnern pro Quadratkilometer. Das nächste, Nordamerika hat etwa 50.000 Wölfe zu bieten, Gesamt-Nordamerika. Auf die Fläche verteilt sind das dann gar nicht mal mehr so viele. Die meisten davon leben in Alaska und Kanada. An der Stelle übrigens gleich noch Russland. Russland hat etwa 40.000 Wölfe. Die meisten davon leben in Sibirien. Auch da auf die Fläche verteilt ist das gar keine so hohe Wolfsdichte. Beides, sowohl die nordamerikanische als auch die sibirische Wolfspopulation, sind natürliche Wolfspopulationen, die einfach von der Größe, ja, Menge ihrer Beutetiere abhängig sind, einer natürlichen Schwankung unterworfen sind und weder von uns besonders beeinflusst, im Sinne von positiv, dass die Kulturlandschaft ihnen was hilft und sie Nutztiere reißen können. Noch negativ, dass sie also besonders viel bejagt werden würden in einem Umfang, dass sie stark dezimiert werden dadurch. Ja, eine gewisse Bejagung findet allerdings durchaus, je nachdem, mindestens illegal schon auch statt. So, dann zu Deutschland. Auch hier wieder die aktuellsten Zahlen, die vorliegen. Die sind allerdings nicht sehr aktuell, sondern ein Jahr alt. 128 Rudel, 35 Paare, 10 Einzelwölfe. Zur genauen Zahl der Wölfe hat man nie Untersuchungen angestellt, sondern man zählt einfach Rudel. Die werden dann als Rudel vermerkt und nicht, wie viele Mitglieder sie haben. So ein Wolfsrudel kann irgendwas zwischen 5, so im Schnitt, bis 12. In Deutschland werden das allerdings schon ziemlich viel Mitglieder haben. Wenn wir so von ungefähr 8 pro Rudel ausgehen, kommen wir auf ungefähr 1000 Rudelwölfe plus eben 70 Paarwölfe plus 10 Einzelwölfe und sind dann bei, sagen wir mal ganz grob, 1100, 1200 Wölfe, wenn wir noch ein bisschen eine Dunkelziffer dazu rechnen wollen, die man tatsächlich noch nicht entdeckt hat, weil sie sich gut verstecken. Es gibt noch andere Schätzungen, die auf einer anderen Datenbasis basieren, um die Wolfsdichte bzw. Wolfszahl in Deutschland zu errechnen. Das Problem ist, dass die halt sehr weit von den offiziellen Zahlen des Bundesumweltamts abweichen. Ich habe die noch im Kopf gehabt, als ich das ganze Video hier aufgenommen habe. Das heißt, es könnte passieren, dass ich hier und da mal noch Zahlen erwähne, die eben deutlich höher sind als das, was hier steht. Guckt diesbezüglich auch gerne nochmal in die Videobeschreibung. Da habe ich dann die aktuellsten Zahlen auch nochmal reingeschrieben. Die anderen Studien rechnen halt einfach die Zahlen von 2016, 2017, glaube ich, irgend sowas um den Dreh, einfach hoch mit einem kontinuierlichen Populationswachstum um 30%. Das ist einfach nicht zutreffend, weil diese 30% nicht mehr herrschen. Jetzt zum Beispiel von 2019 auf 2020 war das Populationswachstum nur noch so bei ungefähr 8%. Das ist zwar immer noch ganz ordentlich, aber auch nicht so hoch, dass es da zu enormen Wolfszahlen kommen könnte. Also sollte ich irgendwo mal von 2500 Wölfen sprechen oder was um den Dreh, das ist nicht mehr aktuell, beziehungsweise basiert eben auf den Zahlen dieser anderen Studie. Bei näherer Recherche stellt man fest, dass es doch deutlich weniger sind. Trotzdem, alle weiteren Annahmen, die ich treffe, die stimmen, weil die Wolfspopulation pro Fläche, die Wölfe leben ja nur in einem relativ engen Wolfskorridorgebiet, wo sie eine höhere Dichte aufweisen, zwischen eben Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, noch Teile davon, Thüringen, Sachsen-Anhalt haben auch noch so Stückchen der Wolfspopulation in diesem Bereich. Und in diesem Bereich ist die Wolfsdichte dann auch viel, viel höher als ja, sonst wo, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich ausschlaggebend. Also, aber im Zweifel wirklich bei Zahlen, die euch zu hoch erscheinen, das tut mir leid, dass ich da wirklich noch diese alte Studie da im Hirn drin habe. Guckt einfach gerne nochmal in die Videobeschreibung, wenn ihr Zahlen nochmal nachlesen wollt. Ja, und damit, es gibt
kein Wolf-Mensch-Konflikt in Alaska, außer eben super unglaublich seltene Missverständnisse, wo man auch wirklich Verständnis für den Wolf haben kann, weil das einfach unglaublich doof gelaufen ist. Und meines Wissens hat das auch nirgendwo in Amerika in irgendeiner Form nennenswerten Hass auf Wölfe ausgelöst. Zumal die in Amerika ja ohnehin nie ausgerottet waren. Nochmal, dieses Buch ist hervorragend. Einzelne Bilder, wirklich ganz, ganz großartig. Ich nehme hier einfach nur mal ein Beispiel, nur einfach damit wir das Zitatrecht nicht überstrapazieren. Und sehr lesenswert, wirklich großartiges Buch. Wenn man Lust auf Wölfe hat und Lust darauf hat, eben dem Wolf noch ein bisschen näher zu kommen. Das Ding ist älter und ich habe keine Ahnung, ob man das noch irgendwo kaufen kann. Aber vielleicht gibt es eine Neuauflage, weiß ich nicht. Ne? Wirklich prima Buch. Ja, aber da sieht man eben schön, nur wo Mensch und Wolf überhaupt zusammenkommen, kann es auch einen Konflikt geben. Das sieht in Europa also ganz anders aus und grundsätzlich müssen wir auch sagen, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, in Amerika ist die Zahl der Zwischenfälle mit dem Wolf, seit man das in irgendeiner Form dokumentiert in Amerika, liegt irgendwo bei 4 oder sowas. Jetzt könnte das daran liegen, dass der amerikanische Wolf besonders friedliebend ist oder der Ami sofort alles wegballert, bevor es ihm zu nahe kommt. Auch das wäre eine Möglichkeit. Könnte aber auch einfach daran liegen, dass die da reichlich Platz haben und Begegnungen mit Wölfen eben sehr selten sind. Inzwischen müssen wir auch sagen, diese Begegnungen mit Wölfen sind sehr selten. Wölfe sind unglaublich schwer zu beobachtende, hochgradig selten anzutreffende Wildtiere. Das sind alles so Sachen, die wirst du in jedem gedruckten Wolfsbuch noch finden können. Ja, solche Aussagen. Warum? Ja, weil das bisher gestimmt hat. Das Experiment, muss man irgendwie schon, darf man auf jeden Fall so sagen, dass man in einer hoch und super dicht besiedelten Kulturlandschaft trotzdem den Wolf einwandern lässt, wie wir es gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Teilen der Schweiz, teilweise sind die auch gut dicht besiedelt genug, ist überall. Das ist schon so. Wie wir das da also gerade durchführen, das hat es halt einfach nie gegeben. Und man stellt inzwischen fest, dass die Chance auf Wolfssichtung, gerade am Truppenübungsplatz in der Lausitz, ne, da wo die Wölfe zuerst aufgetaucht sind, die ist relativ hoch inzwischen. Also gerade wenn man mit Wolfführern da unterwegs ist, so Wolfguides, das ist ja auch was Gutes, nicht, dass ich mich da in irgendeiner Form drüber beschweren möchte, ne? Das möchte ich kurz mal klarstellen, die einen auf Wolfsafari mitnehmen, zum Gucken, ob man Wölfe entdeckt, die Chancen, dass man tatsächlich welche entdeckt, sind relativ gut. Eine Frau, die mal in meinem Leben wichtig war, die ist mal mit einem Wildtierbiologen, der auch zum Thema Wolf ziemlich viel geschrieben hat und ziemlich viel dazu weiß und den man auch sicherlich mit Sicherheit in den großen Club der Wolf-Experten aufnehmen kann, war sie mal in Rumänien unterwegs, um eben auf Wolfspur zu sein und Wolf-Exkursion sozusagen zu machen. Und was haben sie gefunden? Einmal Spuren, einmal Losung. Das war's. Nicht mal was heulen gehört, nix. Ja, mit jemandem, der sich da wirklich, wirklich auskennt, der da jährlich hingeht und jährlich nach dem Rudel guckt, dass er halt eben versucht zu beobachten und findet das nicht. Wann war das? Vor 7, 8 Jahren, sowas um den Dreh, ungefähr, könnten auch 10 sein, ich weiß es nicht. Irgendwo zwischen 10 und 7 Jahren. Und das ist immer noch so, wenn du versuchst, in den Gegenden mit dem höchsten Wolfsvorkommen, in den Karpaten beispielsweise oder sonst wie, tatsächlich Wölfe zu finden, die sind dann super schwierig aufzuspüren. Kann sein, dass es ein Zufall ist, dass sie gleichzeitig eben auch bejagt werden, wenn auch illegal. Nur, dass das halt eben keinen stört, also so semi-illegal sozusagen. Kann sein, dass das ein Zufall ist. Vielleicht, aber auch nicht. Aber das wissen wir nicht. Das ist eine der großen ungeklärten Fragen, die sich auch nicht wirklich klären lassen, egal wie viele Fachbücher wir hinzuziehen. Da wird man einfach nur abwarten können und warten müssen, bis mal jemand, der dafür bezahlt wird, in ein paar Jahren Lust hat, mal die Zahl der nachgewiesenen Wolfssichtungen in Rumänien mit denen in Deutschland zu vergleichen. Aber auch das wäre blöd, weil wir haben hier ein ausgezeichnetes Wolf-Monitoring. Also die werden wirklich super gut beobachtet. Das muss man auf jeden Fall sagen. Es gibt quasi kein Wolf-Management in dem Sinne, dass man sie nur beobachtet und dann nichts tut in
99% der Fälle, sage ich jetzt mal. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, will ich auch gar nicht beurteilen, aber beobachtet werden sie hervorragend. Und daher sind logischerweise Wolfsnachweise bei uns ein bisschen häufiger als in Rumänien. Und dann kommt noch ein Faktor dazu, der ebenfalls diese Sache ein bisschen schwierig macht. Und ich nenne das alles deswegen, weil ich einfach klar machen möchte, das ist sauschwer, dazu zu validen Zahlen und Ergebnissen zu kommen, denn inzwischen hat jeder Dödel ein Smartphone dabei. Und wenn jeder Dödel irgendwo einen Wolf sieht, kann der den sofort filmen. Und schon haben wir einen bestätigten Nachweis, dass es sich um einen Wolf handelt. Das konnte man früher in Rumänien eher nicht so machen. Inzwischen wird das vielleicht auch gehen, aber da das einfach nicht so ein Highlight und so wahnsinnig fancy und spannend ist, dass da mal ein Wolf gesehen wird, für viele Leute vielleicht, aber auch das wissen wir nicht genau. Unsicherheiten. Wir kommen zu Henrik Okama. Ja, wenn wir von Henrik Okama und dem Wolf reden, dann müssen wir auch vom Handbuch Wolf reden. Das möchte ich hier kurz einwerfen. Das habe ich jetzt erst seit vergleichsweise kurzer Zeit und konnte es noch nicht vollständig durchlesen. Das hat über 300 fette Seiten. Und das braucht noch ein bisschen Zeit. Aber es ist sehr gut geschrieben, sehr spannend. Viele Absätze, die bereits im Wolf von Okama drin sind, hat man hier in die modernere Fassung übernommen, sofern sie noch aktuell sind. Das ist ja auch gut und richtig so. Und das kann ich also definitiv empfehlen. Gibt es als E-Book für, ich glaube, 35€ und als Hardcover für 45€. Dass da Kosmos draufsteht, bedeutet in diesem Fall nicht, dass es sich um nicht wissenschaftliche Literatur handelt. Kosmos ist ja oft ein bisschen vereinfachend. Hier nicht. Das ist ganz klar wildtierökologisch auf wissenschaftlichem Niveau geschrieben, nur dass damit keine Verwirrung aufkommt. Ja, der Henrik Okama, der hier eben als Hauptautor genannt wird, ist eben auch derjenige, der mein kleines grünes Wolfsbuch geschrieben hat. Der ist langjähriger Direktor des Instituts für Naturschutz der Polnischen Akademie der Wissenschaften und hat sehr viel im Bereich Wolf, Luchs und Wildkatze geforscht, auch im Bereich Rotwildforschung ist er wohl sehr, sehr tätig. Ein äußerst renommierter Mann, der wirklich ganz viel, insbesondere zum Wolf, sagen kann, gerade auch da er aus einem Land kommt, wo der Wolf nie weg gewesen ist und da einen gewissen Bezug natürlich hat und gute Beobachtungsbedingungen und eben das, die Natur beobachten, tut er nach eigenen Angaben auch schon seit frühester Kindheit, aber das ist bei fast jedem, der das dann mal irgendwann beruflich macht, so, dass ich das als roter Faden durch die Biografie zieht. Ja, Sven Herzog, der Vollständigkeit halber, also wer sich für das Handbuch Wolf interessiert, Professor Sven Herzog ist der Wildtierökologe der Technischen Universität Dresden, damit auch quasi der Wildtierökologe einer Universität, der am nächsten an dem ersten Aufkommen der Wölfe in Deutschland dran gesessen ist, als die aufgekreuzt sind. Und dementsprechend hat er sich da auch schon eine ganze Weile mit beschäftigt und ist da auch, denke ich, eine Instanz, die man absolut ernst nehmen muss. Das Buch, wie gesagt, ganz hervorragend, sehr, sehr umfassend zu allem, was irgendwie zum Wolf interessant sein könnte, steht da was drin. Der Abschnitt zur möglichen Gefährlichkeit des Wolfs, der hier im Handbuch Wolf genannt wird, unterscheidet sich aber zumindest in der Quintessenz nicht wesentlich von dem, was bereits in meinem grünen Buch von Okama, das ich jetzt halt eben als blauer Jackenben auf dem Balkon in Händen halte, auch schon drin steht. Daher soll das an dieser Stelle ausreichen und wir widmen uns dem grünen Buch und Wissen auf diesem Wege, weil das hier ist von 2019, glaube ich, oder 2018, das Handbuch Wolf, dass die Informationen, die im alten Okama-Büchlein drinstehen, auch noch sehr, sehr aktuell sind. Das Buch ist quasi Ökologie, Verhalten, Schutz, ne? Der Wolf, ein Gesamtwerk zur kompletten Tierart insgesamt. Schutz war damals noch ein großes Thema. Ich habe das Buch, als es frisch rauskam, ich glaube 98 oder sowas von meinem Vater geschenkt bekommen und habe das dann auch sehr intensiv durchgegangen und darf mit Fug und Recht behaupten, das ist die erste wissenschaftliche Arbeit, die ich in meinem Leben gelesen habe und hatte dann auch mal zeitlang das Gefühl, dass ich jetzt auch Wolfsforscher werden muss. Ist ja nach wie vor ein Thema, das mich umtreibt, wie man sieht, aber
bin ja jetzt nicht ausdrücklich Wolf-Forscher geworden, wenn ich auch in dem Thema ein bisschen mitreden kann. Ja, ist sehr gut strukturiert, hervorragend geschrieben, viele schöne Beispiele. Zum Beispiel auch die Frage, die uns neulich mal, vielleicht wisst ihr das zufällig noch, umgetrieben hat, wie viel frisst denn so ein Wolf? Daten aus Alaska, und zwar sehr ausführliche Daten, die man hier drin nachweisen kann, gehen davon aus, dass so ein Wolf bis zu, also so ein alaskanischer Wolf bis zu 12 Kilo Fleisch auf einmal vertilgen kann. Das weiß man, weil man ungefähr abschätzen kann, wie groß ist das Tier, das sie da gerade erlegt haben. Dann hast du eine relativ gute Vorstellung, da kann man ja fotografieren aus der Ferne und so weiter und so fort, eine relativ gute Vorstellung, wie schwer das in etwa sein muss. Und es sind so und so viele Wölfe, die dran fressen, und in 2 Tagen ist es weg. Dann kannst du ungefähr ausrechnen pro Wolf so und so viel Kilo Fleisch, und das sind eben bis zu 12. Dann müssen sie zwar eine Weile lang da nichts mehr essen, aber daher kommen dann eben diese enormen Fleischverbrauchraten pro Tag, was Hundebesitzer schwer nachvollziehen können, die einen großen Hund haben, dass ein Wolf eben 4 Kilo, im Fall von Alaska 5 oder 6 Kilo Fleisch am Tag tatsächlich verbraucht, weil der auch massiv am Heizen ist. In Alaska ist jetzt eben nicht besonders kuschelig. Zu Angriffen gegenüber Menschen, ich zitiere: Dieses Problem ist wohl das Wichtigste im dunklen Bild des Wolfs im Bewusstsein des Menschen. Deshalb ist es erforderlich, es etwas ausführlicher zu behandeln. Den geläufigen Meinungen und oder unkritisch wiederholenden Berichten, die zum großen Teil Produkte der Fantasie sind, müssen von Fakten unterschieden werden. In alten Chroniken findet man Aufzeichnungen über hunderte von Wolfsopfern. Nach Angaben von B. Svitorzecki von 1926 haben Wölfe in den Jahren 1870 bis 1887 in 49 Gouvernements des europäischen Teils von Russland angeblich 1445 Menschen zu Tode gebissen. So, jetzt kürzen wir an dieser Stelle mal ein wenig, und die damaligen Beschreibungen von Wolfsüberfällen auf Menschen und sogar von regelrechten Scharmützeln, die polnische Grenzwachen angeblich mit Wolfsrudeln von mehreren Dutzend Mitgliedern ausgetragen haben, werden da eben entsprechend auch beschrieben. Dazu Okama, diese Meldung muss man mit großer Zurückhaltung betrachten. Tatsächlich ist es so, wenn wir uns in der Vergangenheit eben nach Meldungen über Wolfsangriffe umschauen, werden wir ganz viele Beispiele finden, die sicherlich etwas historisch überspitzt sind. Ein schönes Beispiel dazu, was ich kurz mal hervorheben möchte, finden wir bei Erik Ziemen. Der hat hier eine wunderbare Abbildung in seinem entsprechenden Buch. Und da sehen wir einen, ich glaube, es ist ein Kupfer- oder ein Holzstich aus dem Mittelalter, bei dem wir schön sehen können, wie ein Dorf von, ja, die ganze Stadt quasi von Wölfen belagert und angefallen wird, und die Stadtwache, gut, Stadtwache gab es so in dieser Form nicht, jedenfalls da die Bürger versuchen, sich gegen dieses furchtbare Wolfsrudel, das da angreift, zu verteidigen. Das wird so mit Sicherheit niemals stattgefunden haben, aber historische Quellen sind halt immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, und so ist es halt eben auch hier. Es gibt aber eben auch Berichte, die möglicherweise durchaus stimmen könnten, und manche Sachen sind einfach zu gut dokumentiert, als dass sich das jemand ausgedacht haben könnte. Auch gerade aus der ehemaligen UdSSR gibt es einige Berichte von Wolfsangriffen. Es gibt auch hin und wieder sogar Wissenschaftler, Zoologen, Verhaltensforscher, eben auch aus der UdSSR, die sich zu diesem Thema geäußert haben. Und in Okama können wir eben Pavlov von 1990 zitiert finden. Und das möchte ich auch noch mal schnell gerne vorlesen. Zur Situation in den frühen UdSSR widmet Pavlov in dem kürzlich erschienenen Buch Wilk, was auch immer das genau heißen soll, ein ganz großes Kapitel der Gefahr, die Wölfe für den Mensch bilden können. Er weist die allgemeine Meinung zurück, dass Menschen ausschließlich den tollwütigen Wolf von tollwütigen Wölfen angefallen würden und eventuell von alten, fast zahnlosen oder kranken Individuen, und das nur im Winter, wenn sie der Hunger quält. An dieser Stelle kurzer Einschub. Tatsächlich dachte man bis etwa 1990 rum, dass die meisten
Wolfsangriffe oder nahezu alle Wolfsangriffe, weil Teile des Ursprungs der Wolfsforschung, also mal abgesehen von der deutschen Wolfsforschung, die mit Erik Ziemen ihren Anfang nahm, wir haben nachher noch das Buch, den Herrn Ziemen, hat man ganz viel in Amerika vor allen Dingen zum Wolf geforscht. Und da war man relativ schnell der Meinung, dass man in Amerika eben kaum Wolfsangriffe auf den Menschen finden kann. Und die Wolfsangriffe, die es eben gab, dann auf Tollwut zurückgeführt hat. Und es gab also um 1990 rum einen ziemlich breiten Konsens, dass Wölfe nur, wenn tollwütig, überhaupt den Menschen angehen oder wenn sie ein hohes Alter haben und nichts Besseres mehr reißen können als die leichtest verfügbarste Beute, die man sich nur vorstellen kann. Und neben dem Schaf sind das wohl wir. Und da es Schafe in Amiland in dem Umfang selten so richtig viele gegeben hat, sind das dann wohl wir. Ne? Also das war lange Zeit eben entsprechend diese Meinung. Ein schönes Beispiel vielleicht aus Deutschland, das man jetzt als Beleg oder auch nicht sehen kann. Es ist aber einfach interessant und wissenswert. Eine der ersten Wölfinnen in Deutschland, ich meine, es müsste ein Auge gewesen sein, die, nachdem sie dann irgendwann verstorben war, sie wurde relativ alt, nochmal ordentlich seziert wurde und hatte eben durch Beschuss, illegalen Beschuss, wahrscheinlich mit Schrot, ein Auge verloren. Daher ein Auge, war aber einäugig noch in der Lage, jede Menge Jungen großzuziehen. Die hat am Ende ihres Lebens, kurz bevor sie tot aufgefunden wurde, Todesursache unklar, nochmal Nutztiere gerissen. Sie hatte ganz früh, zu Frühzeit, als sie noch jung war, einmal Nutztiere gerissen, danach nie wieder. Bis sie dann alt war und eben vielleicht nicht mehr dazu in der Lage, sie war auf jeden Fall, man hat sie ja obduziert und sie war nicht mehr gesund und sie war alt, schlicht und ergreifend. Ja? Wie sich das bei einem Raubtier äußert, ist halt, kann nicht mehr ganz so schnell rennen, kann halt nicht mehr ganz so große Beute, muss halt gucken, wie es klarkommt. Oft sterben Raubtiere dann an Altersschwäche in dem Sinne, dass sie nichts mehr gerissen bekommen und dann verhungern, weil sie zu alt sind, um Beute zu machen. Nicht, weil sie jetzt wirklich sterben würden allein aus Alter, wegen Herzversagen, wegen alt, irgendwie sowas in dem Stil. Ja, aber das ist interessant, das hat man also immer mal wieder beobachtet und auch schon eben in der frühen Wolfsforschung, dass das häufiger vorkam, dass alte Tiere geguckt haben, wie kommen sie an besonders einfach erreichbare Beute und alte Tiere hin und wieder dann auch vermehrt alternative Nahrungsquellen, sage ich jetzt mal vorsichtig, aufgesucht haben. Hat man häufiger beobachtet, aber muss nicht zwingend ausreichend sein, um daraus irgendeine Regel abzuleiten. So, er stellt eine Reihe Angaben vor, also der Herr Pavlov, dass Wölfe im Umkreis von Kirov in den Jahren 1944 bis 1953, also größtenteils Nachkriegszeit, Dutzende von Kindern attackierten, von denen sich 10 bis 20 nicht retten konnten. Erst organisierte Aktionen führten zur Ausrottung der Wölfe und dem Ende der Überfälle auf Menschen. Der Autor nimmt an, dass sich in manchen Rudeln einzelne besonders aggressive Individuen befänden, die in sicheren Situationen Menschen anfallen. Nach ersten gelungenen Attacken würden sie die Menschen als eine leichte Beute erkennen, den Menschen nicht fürchten und sich gewissermaßen auf das Töten von Menschen spezialisieren. Das seien keine Wölfe, die irgendwie geschädigt oder krank sind, sondern große und gesunde Tiere, die den Menschen auch im Sommer anfallen. Folglich sei der Wolf überall dort potenziell gefährlich, wo Wölfe mit hoher Aggressivität, bei hoher Besatzdichte und wenig Beutetieren auftreten. Das ist zwar eine Annahme, die der Herr Okama nicht so richtig schön findet, allerdings durchaus, zumindest jetzt erstmal nicht unlogisch. Ja? Fälle, wo Wölfe bei sehr harten Wintern beispielsweise aufgrund von Nahrungsmangel dann auf das eine Säugetier, was noch da war, übergegangen sind, zum Beispiel Menschen, gibt es tatsächlich reichlich, was heißt reichlich, einige, sage ich jetzt mal, und die sind zum Teil auch wirklich gut bestätigt und wir dürfen davon ausgehen, dass das tatsächlich so stattgefunden hat, so geschehen beispielsweise in Finnland, aber dazu kommen wir später auch noch. Pavlov ist also damit eine, ich habe das Buch von Pavlov nicht wirklich gelesen, ehrlich gesagt, aber dieses Zitat ist relativ aussagekräftig und bezieht sich auch wirklich auf den Teil, den Pavlov zum Thema Wolf und Mensch schreibt.
in eben einem Land, wo der Wolf immer da war. Immer, immer. Wo auch das Beobachten und die Forschung am Wolf durchaus eine gewisse Tradition hat, wenn auch da das eine oder andere nicht unbedingt immer so gut durch den eisernen Vorhang gelangt ist. Okama merkt diesbezüglich an, in vielen Teilen Russlands wurde festgestellt, dass dort Mischlinge von Wölfen und Hunden wild leben. Diese sind in der Regel viel gefährlicher, weil weniger menschenscheu. Vermutlich sind es gerade diese Mischlinge, die Menschen attackieren. Das Thema Mischling wird uns auch noch eine Weile begleiten und immer mal wieder aufkommen. Viele Wolfsforscher gehen eben auch davon aus, dass ein großer Teil der Wolfsangriffe gar nicht von Wolf verursacht wurde, sondern eben tatsächlich von einem Wolfshund-Hybriden, der einerseits eben eine gewisse Gewöhnung an den Menschen eingeimpft bekommen hat sozusagen und gleichzeitig das Wilde vom Wolf. Auch bei reinen Wölfen gibt es dann später beim Ziemen Beispiele, wo diese, wenn sie ein gewisses Alter erreichen, was dummerweise genau das Alter ist, wo sie teilweise auch abwandern und die Gegend erkunden und ihren Platz in der Welt suchen, wenn sie quasi also in die Pubertät kommen, insbesondere bei den männlichen Tieren, neigen sie dann da durchaus dazu, zu Artgenossen ein gewisses aggressives Verhalten zu zeigen, was einfach der Tatsache dient, dass man ja klarstellen möchte, wer jetzt nun der Stärkere ist. Das gilt insbesondere dann, wenn viele Wölfe aus unterschiedlichen Familien zusammenleben müssen, in Gefangenschaft zum Beispiel. Und wenn der Wolf eben eine gewisse Prägung auf den Menschen erhalten hat, dann sieht er den Mensch mehr oder weniger als das eine, was er kennt, also als seinesgleichen, an. Und da kommt es dann vermehrt auch zu aggressiven Verhalten von jungen Wölfen gegenüber Menschen, weil man klar machen möchte, dass man der Boss ist. Oder dass gleich von vornherein, je nachdem wie der Mensch jeweils auftritt, klar ist, dass offensichtlich der Wolf ist. Da Wölfe aber untereinander durchaus mitunter einen rauen Umgang pflegen und sich dann schon mal ein bisschen kneifen und beißen, nicht arg, aber doch ein wenig, und wir etwas empfindlicher sind, führt das nicht selten zu Verletzungen. Jedenfalls nennt Okama auch noch die bis 1990, mehr oder weniger 1990, vielleicht 92, irgendwie sowas, in Nordamerika stattgefundenen Fälle von Wolfsangriffen auf Menschen. Aus eben diesem Jahrhundert. Unter anderem gab es die Attacke auf Teilnehmer der kanadischen Arktis-Expedition Jennes 1985 auf einen Eisenbahnarbeiter 47 und auf einen Waldarbeiter, der gezwungen war, auf einen Baum zu flüchten. Das war 83. Die Ursachen für diese Angriffe der Wölfe ist nicht bekannt, keine von denen. Eine Ausnahme scheint einer der letzten Zwischenfälle zu sein, und zwar die Attacke von zwei Wölfen auf drei kanadische Biologen. Nach ihrer eigenen Meinung hat sich die Situation sehr wahrscheinlich durch ihr unbewusstes Eindringen in die Geburtsregion in unmittelbarer Nähe der Höhle ergeben, und die Wölfe wollten sie nur vertreiben. Tatsächlich ist vor allen Dingen das letzte Beispiel etwas, was immer wieder vorgekommen ist, auch in der jüngeren Vergangenheit, dass besonders Wolfsforscher, die eben aufgrund von hier Berichten wie diesem gerne mal einen Wolfsrudel über lange Zeit begleiten wollten, mit den Wölfen leben wollten. Es gab ja auch Leute, die waren allerdings nicht besonders wissenschaftlich unterwegs, die sich bis auf den Lendenschurz ausgezogen haben und auf allen Vieren mit den Wölfen rumgelandet sind und versucht haben, sich in das Rudel als Wolf zu integrieren, als etwas seltsamer Wolf, das auch mehr oder weniger hinbekommen haben. Dazu gibt es dann zum Teil auch Filme, die darüber eben entsprechend berichten, mal mehr, mal weniger dokumentarisch, mal mehr Spielfilm. Das ist alles so ein bisschen fragwürdig, weil ob man sich als Mensch ins Rudel integriert und von da dann eine besonders gute Forschungsperspektive hat, darf allein deswegen bezweifelt werden, weil es dann sich kein natürliches Verhalten der Wölfe ist, dass die einen Menschen mit ins Rudel aufnehmen. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Aber will man das Tier in seinem Lebensraum unter normalen Bedingungen erforschen, dann sollte es auch eben normale Bedingungen dafür haben. Ja? Nur das kam dann halt immer mal wieder auf diesem Wege vor. Auch die drei Beispiele, die ich früher schon zitiert habe, von den lustigen Wolfsangriffen auf Menschen, wo nur Verletzungen auftreten und keine Toten. Und lustig ist immer relativ. Nämlich der Jäger, der sich mit Hirschpheromonen getarnt hat und dann vom Wolf angeknabbert wurde. Die Forscherin müsste eine Forscherin gewesen sein, die den Wolf aus der Falle nehmen wollte, ohne ihn vorher zu betäuben. Und drittens der
Mann mit Hund, der den Wolf angegriffen hat, um seinen Hund zu retten und dabei halt auch ein bisschen was abbekommen hat. Der Hund hat es übrigens nicht überlegt. So. Das sind auch so Fälle, die in diese Richtung gehen und man dachte eben, wie gesagt, sehr lange, das sei ja, seien eigentlich immer nachvollziehbare Gründe und dass es so gut wie gar nicht oder höchstens eben damals noch vor 300 Jahren oder was mal vorgekommen sein könnte, dass Wölfe wirklich aus eigenem Antrieb, ohne provoziert zu werden und ohne, dass ein besonders doofes menschliches Verhalten zugrunde liegt, Leute angreifen. Ungefähr auf diesem Stand und mit dieser Meinung dürften wir wohl den Herrn Okama auch einordnen, der sich diesbezüglich relativ klar von irgendwelchen komischen Spekulationen distanziert und auch deutlich nennt, auch wenn da natürlich keine Meinung drinsteht, das ist ein wissenschaftliches Buch, ja, meinungsfrei, zumindest offiziell, ne? Zwischen den Zeilen ist sie schon vorhanden, geht er wohl davon aus, dass der Wolf für den Mensch tatsächlich eine so gut wie nicht vorhandene und wenn doch durch Tollwut verursachte Gefahr darstellt. Thema Tollwut und Deutschland. Vielleicht um mal kurz wieder abzukommen von den Büchern. Wir machen mit denen schon noch weiter. Hat noch ein paar. Wir haben keine Tollwut. Jedenfalls nicht die normale terrestrische Tollwut, von der auch Wölfe befallen werden. Es gibt theoretisch noch eine Sonderform der Tollwut, die unter Fledermäusen verbreitet ist. Die aber zumindest nach dem aktuellen Kenntnisstand und solange es nicht zu einer Zoonose kommt, also einer Art Überschreitung eines Krankheitserregers, sowas wie Corona, das war ja auch eine Zoonose, ist die Fledermaustollwut jetzt erstmal nicht auf Karnivoren bzw. Kaniden übertragbar. So erstmal nicht, so ohne weiteres. Das heißt, da müssen wir uns sicherlich jetzt erstmal keine großen Sorgen machen. Unmöglich ist da zwar nichts, aber tja. Was allerdings möglich wäre, da Tollwut eine sehr lange Inkubationszeit hat, dass ein Wolf aus Regionen in Osteuropa, in denen die Tollwut zwar nicht mehr sehr viel, aber doch noch vorhanden ist, sich mit der Tollwut infiziert und dann ohne zu wissen, dass er Tollwut hat, weil eben die Inkubationszeit lang ist, eine lange Wanderung bis in die baltische Wolfspopulation vornimmt, in der baltischen Wolfspopulation die Tollwut weitergibt und ein Wolf aus der baltischen Population bis eben zur Westgrenze der baltischen Population läuft und die liegt in Deutschland. Wir haben keine eigene, das ist auch ein häufig gemachter Fehler, wir haben keine eigene Wolfspopulation, wir sind die Westgrenze der baltischen Wolfspopulation. Ja? Also ein polnischer Wolf und ein deutscher Wolf, die sind ganz nah miteinander verwandt und gehören alle zusammen zu einer Wolfspopulation, die interessieren sich halt einen Scheiß für politische Grenzen auf gut Deutsch. Ja, völlig egal, ob die jetzt in Tschechien, Polen oder sonst wo unterwegs sind, das interessiert die nicht. Sind trotzdem alles eine große Familie und alle miteinander entfernt, aber doch verwandt. Ja, und es könnte eben auf diesem Wege sein, dass die Tollwut es wieder bis zu uns schafft, dass der Wolf dann auch entsprechend Tollwut bekommt. Möglicherweise zu diesem Zeitpunkt Kontakt mit anderen Rudeln hat, den wird er dann auch suchen, weil Tollwut ja auch zu unkontrollierter, sinnloser Aggressivität führt und andere Rudel angreift, da vielleicht ein Wolf mit oder mehrere mit Tollwut infiziert, das Ganze breitet sich aus und die Tollwut geht wieder um in Deutschland. Das könnte sehr schnell gehen und könnte dann zu einzelnen Wölfen, die eben im Rahmen von Tollwut und bei häufigen Kontakt mit Menschen, für den Wolf sehr häufigen Kontakt, ja oft sehen wir die ja gar nicht, wenn sie uns wahrnehmen, aber uns wahrzunehmen dürfte für die kein Problem sein und wenn sie dann Bock haben, jetzt alles anzugreifen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, dann ist es nur eine Frage von relativ kurzer Zeit. Ich spekuliere hier jetzt nur rum, ne? Aber das klingt alles meiner Meinung nach sehr nachvollziehbar und das ist auch nicht meine Idee, sondern auch wieder die von anderen Wolfsexperten. Könnte es also sehr gut passieren, dass dann ein tollwütiger Wolf dann doch einen Menschen anfällt. Das wäre jetzt nur ein Einzelfall und das wäre gemessen an der Zeit, die Wölfe schon da sind, an der Population der Wölfe, die insgesamt da sind, sicherlich was man akzeptieren kann, nicht muss. Das ist jetzt eine emotionale und politische Frage,
Aber auf diesem Wege wäre es sicherlich auch ein Risiko, dass tollwütige Wölfe, selbst wenn nur tollwütige Wölfe, für Menschenangriffe verantwortlich sind. Die kann es auch bei uns wieder geben. Im Übrigen, die Tollwut dann wieder loszuwerden, wäre ein bisschen Arbeit, weil sie ist zwar ausgerottet, allerdings findet auch keine weitere Immunisierung von zum Beispiel Füchsen mehr statt. Also die Schluckimpfung der Füchse, die Tollwut ausgerottet hat, hat natürlich Geld gekostet, macht heutzutage keiner mehr. Und dementsprechend kann die Tollwut, die sich wieder ausbreiten. Die Krankheit hat sich weiterentwickelt, die Füchse haben sich weiterentwickelt. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Immunisierung bei einem intensiveren Auftreten einer neuen Mutation der Tollwut noch hebt. Ja? Kann natürlich trotzdem heben, aber ist nicht sehr wahrscheinlich. Sagen wir es mal so. Gut, das bringt uns zum nächsten Buch. Das nächste Buch ist mal jetzt aus der Richtung Naturschutz kommend. Ich will jetzt nicht sagen, dass das kein wissenschaftliches Buch sei, aber hier steckt ganz klar eine gewisse Agenda dahinter. Da macht der Autor auch keinen Hehl daraus. Es ist also nicht in möglichst neutraler wissenschaftlicher Schreibweise gehalten. Und der Autor macht wirklich keinen Hehl daraus, dass er diese jeweiligen drei Tiere hier sehr gerne wieder bei uns hätte und durchaus auch der Meinung ist, dass das ganz toll wäre, wenn die wieder da sind. Deswegen finde ich es bezeichnend, und das ist jetzt das Beispiel für ein Buch, in dem die Sache gar nicht erwähnt wird und das Nicht-Erwähnen durchaus auch eine Aussagekraft hat, dass eben politisch im Bereich der, ja, ich will es nicht sagen, unreflektierten Wiedereinsiedlung von Großpredatoren stattfindet. Das wäre falsch. Man denkt da schon viel drüber nach hier, der Herr Kalb. Aber das Thema, dass der Wolf gefährlich für den Mensch sein könnte, spielt hier überhaupt keine Rolle, wird gar nicht aufgegriffen. Den einzigen Absatz, den ich dazu gefunden habe, vielleicht steht es irgendwo nochmal auf irgendeiner Seite mittendrin. Ich habe nicht das ganz komplette Buch gelesen. Vieles davon, nicht das Ganze. Noch eine kurze Ausführung zu den erwähnten Wolfsmischlingen, Wolf-Hund-Hybriden. Sie unterscheiden sich von echten Wölfen sowohl morphologisch als auch physiologisch. Nach den in Italien und anderen Ländern gemachten Erfahrungen stellen sie keine verstärkte Gefährdung für den Mensch dar. Im Wolfsrudel aufgewachsen sind sie gegenüber dem Mensch genauso scheu wie die echten Wölfe. Bei unerfahrenen Jungtieren kann ein besonderes Interesse gegenüber Haushunden auftreten. Das ist tatsächlich weit weg von den Aussagen der anderen Wolfsexperten. Ich möchte auch hier den Expertenstatus gar nicht absprechen. Möchte ich nicht. Ich weiß nicht, woher jetzt beim Herrn Kalb, ja, Roland Kalb, ne, und ja, im Leopold Stocker Verlag, Bär, Luchs, Wolf, verfolgt, ausgerottet, zurückgekehrt. Das dürfte an bibliografischen Informationen zu diesem Buch reichen. Das Datum wäre noch interessant, das ist relativ neu, vergleichsweise. Das ist von 2007. Das ist zu unreflektiert für meinen Geschmack. Ja, natürlich ist das Risiko vom Wolf in Zahlen gemessen nicht hoch. Ja, das ist so. Das können wir uns sicherlich an dieser Stelle bisher darauf einigen. Zumindest ist es das noch. Das kann sich natürlich auch noch ändern. Wie gesagt, Mensch und Wolf muss zusammentreffen und das passiert bei einer Ansiedlung vom Wolf in einer Kulturlandschaft mit 300 Einwohnern Quadratkilometer deutlich schneller als in Alaska mit 2 oder mit 0, Einwohner pro Quadratkilometer, je nachdem, wo in Alaska man sich befindet. Deswegen ist der Ausblick ein anderer als die Ist-Situation, muss man auch fairerweise noch dazu sagen, aber das kommt auch noch ausführlich. Jedenfalls, das hier ist ein Buch, das andere Medium, was nicht ein Video ist, Buch, ist trotzdem gut. Die aktuelle Verbreitung, damals 2011, der die jeweiligen Tiere sehr gut wiedergegeben, die politische Situation in den jeweiligen Ländern sehr gut wiedergegeben, beim Thema Wolf, viele Worte zum Herdenschutz, eben auch auf 2011, bei solchen Themen, die sich schnell entwickeln, wie man den Herdenschutz beim Wolf am besten gestaltet,
hat sich sehr viel getan und da ist die Angaben, die hier drin sind, sind sicher nicht mehr ganz aktuell. Die grundsätzlichen Methoden des Herdenschutzes stimmen noch. Es gibt einen Lappenzaun, es gibt einen Elektrozaun, es gibt einen Herdenschutzhund, dazu ein sehr langer und sehr guter Artikel. Es gibt den Herdenschutzesel, den ich immer mal wieder gerne erwähne und die Leute dann fragen, was hat es mit dem Esel auf sich? Vielleicht kurz. Der Herdenschutzesel ist eine Idee aus Afrika. Da werden Esel schon lange bei Nutztierherden eingesetzt, zum Beispiel Afrika, auch Asien zum Teil, bei kleinen, überblickbaren Nutztierherden mit zwei Eseln. Nicht mehr als zwei, das ist das Problem. Das heißt, die Herde muss so groß sein, dass zwei Esel sich als Teil der Herde fühlen und nicht eine einzelne Eselherde, deswegen auch nicht drei oder mehr Esel, innerhalb der Herde bilden. Weil wenn sie Teil der zum Beispiel Schaf- oder Ziegenherde sind, dann werden sie eseltypisch diese aggressiv verteidigen, wenn da irgendwelche Kaniden angekrochen kommen. Esel mögen keine Hundeartigen. Das ist tatsächlich eine Sache, die man festgestellt hat. Die nehmen sie als natürlichen Feind wahr. Und der Esel ist von seinem Charakter her eben kein... Also er zählt vielleicht als Fluchttier, er rennt aber nicht weg, er bleibt stehen, schreit laut, furchtbar, ja, ein Laut, der durchaus, also ganz ehrlich, das ist irgendwie lustig, dass die Esel so einen Lärm machen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das für viele andere Tierarten durchaus erschreckend wirkt. Und wenn man nicht weiß, dass ein Esel eigentlich kein Feind von unsereins ist, ist das schon ein ziemliches Gekreische, was die da abziehen. Ja, und dann bleibt der Esel stehen und kickt den Wolf weg, wenn der Wolf zu nahe kommt. Esel können sogar mal aktiv Hundeartige angreifen. Können, müssen nicht zwingend. Deshalb, solange eben das funktioniert, ein Esel in Herdentierherde, also Schafziege, was auch immer, zu integrieren, kann das schon eine sehr valide Version des Herdenschutzes sein, weil so ein Esel erheblich günstiger ist als ein Herdenschutzhund, weil den darfst du mit Fleisch füttern. Das macht auch logistisch einfach Aufwand. Musst regelmäßig vorbeischauen, um dem sein Fleischling zu bringen. Oder halt Trockenfutter, was auch immer. Beim Esel, der versorgt sich selber. Ne? Der frisst halt Gras wie alle anderen in der Herde auch. Und die sind sich auch näher, so vom Wesen her. Der Hund ist also, der ist auch ein Teil der Herde, der Herdenschutzhund, und versteht sich auch so. Aber grundsätzlich finde ich diese Idee mit dem Esel nach wie vor super sympathisch. Praxismäßig funktioniert es in Deutschland so mäßig. Auch in der Schweiz mäßig. Also solche Dinge sind hier wirklich hervorragend drin beschrieben, aber diese konsequente Weigerung, dass der Wolf gefährlich sein könnte für den Menschen, hier überhaupt anzusprechen, gefällt mir nicht, weil mir immer eine vielfältige und von vielen Seiten beleuchtete Darstellung eines komplexen Themas sehr, sehr wichtig ist, und das findet hier meiner Meinung nach zu wenig statt. Auch klingt es so, als sei Herdenschutz gegenüber Wolf eine relativ einfache Sache. Inzwischen wissen wir, das könnte aber auch der Zeit geschuldet sein, dass man es damals einfach noch nicht so gut wusste. Nee, ist nicht einfach. Ist wirklich nicht einfach, ist sehr teuer und mit hohem Aufwand, also Personalaufwand, verbunden. Wir kommen zum Herrn Ziemen. Erik Ziemen ist vielleicht der Vater der Wolfsforschung in Deutschland. Ich sage jetzt mal vielleicht, weil es noch ein paar andere bedeutende Wolfsforscher durchaus gibt, die aus dem, ich sage mal, mitteleuropäischen Raum stammen, die auch sehr Bewegendes und Wichtiges zum Wolf in Erfahrung gebracht haben. Ich persönlich finde den Herrn Ziemen dahingehend am spannendsten, weil seine Bücher auch wenn sie schon wissenschaftlich sind, und das hier ist absichtlich, die, ich sag jetzt mal, etwas leichter zu lesende Version gegenüber einem hochwissenschaftlichen Fachartikel. Nichtsdestotrotz hat der Erik Ziemen wirklich ganz Großes geleistet im Bereich der Wolfsforschung, im Bereich der Verhaltensforschung generell. Man darf ihn vielleicht zumindest teilweise mit einem gewissen Konrad Lorenz in Verbindung bringen. Finde ich auch interessant, wenn er mal andere Quellen zitiert in diesem Werk. Da gibt es kaum was er zitieren könnte, weil er halt als
einer der ersten an den Wölfen geforscht hat, insbesondere eben an den europäischeren Wölfen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und der hat dann halt eben Quellen, wie tatsächlich Konrad Lorenz in seinem Buch zitiert, ist ein Genuss. Das gibt es auch heute noch. Das ist eben, wie gesagt, ein bisschen älter. Herr Ziemen ist auch leider inzwischen verstorben, also schon ein paar Jährchen her. Aber nichtsdestotrotz wirklich ein hochwertvolles, sehr, sehr lesenswertes Buch, wenn man sich für den Wolf interessiert. Dann kann ich nur empfehlen, hiermit mal anzufangen. Das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr gut geschrieben, aber ich werde mal ein paar Beispiele bringen. So, zu dem Thema Gefährlichkeit des Wolfes gibt es hier sehr wohl einiges drin, auch wenn der Herr Ziemen natürlich ein großer Wolfsbefürworter und selbstverständlich einer der großen Freunde des Wolfs gewesen ist, war er dann doch so kritisch denkend, sage ich jetzt mal, dass er das Thema nicht einfach ausgeblendet hat und sich dazu seine Gedanken gemacht hat und diese eben auch mit uns teilt. Und die Frage, ob Herr Ziemen ein Wolfsexperte ist, die stellt sich ja wohl nicht. Ich werde hier jetzt relativ viel vorlesen, weil es wirklich viel sehr Gutes da drin gibt, was erwähnt werden muss. Und hoffe, das wird mir nachgesehen. Kurz zum Hintergrund, Anfas. Anfa ist eine Wölfin, die er selber mehr oder weniger großgezogen hat, die sehr stark an den Menschen gewöhnt ist, beziehungsweise quasi gezähmt ist. Hat mit einer wilden Wölfin nichts mehr zu tun. Eines der Forschungsgebiete von Herrn Ziemen bezieht sich darauf, dass er Wölfe und Königspudel verglichen hat. Zum Teil hat er auch Wudel gezüchtet, also Wolfspudel, Königspudel-Mischlinge, und hat da wirklich ganz interessante Forschungsergebnisse, die die Wissenschaft, gerade auch die Verhaltensforschung, sehr weitergebracht haben, daraus ziehen können. Das Buch selber ist eben ein Spätwerk von Herrn Ziemen, ist eine recht späte Auflage, mehr oder weniger, wurde aber, glaube ich, auch noch mal ein bisschen bearbeitet und ist von 2000. Aber die Erkenntnisse sind teilweise deutlich älter, und worauf wir uns hier beziehen, ist eben im Sommer 1968 passiert, und es geht eben um Anfa, die Wölfin, die sehr stark an Menschen gewöhnt ist und trotzdem Angriffe auf Menschen durchgeführt hat. Wölfin wohlgemerkt. Es gibt Vermutungen, dass das bei Rüden noch ein bisschen ausführlicher stattfindet, ein solches pubertäres Verhalten, aber ich lese vor. Ihre langsame Verhaltensänderung Menschen gegenüber beobachtete ich bei Anfa erstmals im Sommer 1968, als sie etwas über ein Jahr alt war. Ein älterer, schmächtiger und nicht allzu großer Herr, ein Rentner aus Rücklingen, besuchte uns des Öfteren. Er stand manchmal stundenlang vor dem Wolfsgehege und beobachtete die Tiere. Lange Zeit begrüßte ihn Anfa überschwänglich, wie alle anderen Menschen auch. Aber dann sah ich eines Tages, wie sie den Mann wütend hinter den Zaun angriff, gegen den Maschendraht sprang und sich darin verbiss. Ihr Verhalten war sehr ungewöhnlich, sodass ich glaubte, der Mann habe Anfa durch den Zaun hindurch gereizt, vielleicht Steine geworfen oder sie mit einem Stock geprügelt. Ein falscher Verdacht, wie sich herausstellen sollte. Das zweite Opfer von Anfas Aggressivität wurde unser guter Freund Jasper Arzt in Rickling. Also Jasper Arzt in Rickling. So. Jedes Mal, wenn Dagmar und ich für einige Tage wegfahren mussten, Dagmar ist die Frau von Herrn Ziemen, hatte er die Tiere versorgt. Anfa war seine große Favoritin und die Freundschaft schien gegenseitig zu sein. Eines Tages aber, als er im Winter 69 wieder Futter in das Gehege trug, kam Anfa wie gewöhnlich aufgeregt angerannt und begrüßte ihn mit ihrer üblichen stürmischen Weise. Immer wieder rannte sie schwanzwedelnd auf ihn zu, mit eingeknickten Beinen und zurückgelegten Ohren, sprang an ihm hoch, leckte ihm im Gesicht und rannte wieder weg, kam zurück und plötzlich ohne Vorwarnung biss sie zu. Es war kein fester Biss, eher ein Schnappen. Das ist typisch für innerartliche Kommunikation bei Wölfen, dass sie eben so ein bisschen rau miteinander umgehen durch kleine Bisse, mehr so ein Zwicken. Wer mein Wolfsvideo gesehen hat, das kurze, wo der Wolf den Bär in den Hintern zwickt, das ist auch typisch so ein Zwicken. Ja, jedenfalls. Es war kein fester Biss,
Aber ein Schnappen, eher ein Schnappen, aber es traf Jasper an einer äußerst empfindlichen Stelle, nämlich im Schritt. Das ist leider etwas, woran Anfar scheinbar Spaß hatte. Das kam noch mehrfach bei anderen Leuten vor. Das war das Ende einer Freundschaft. Was hier beschrieben wird, es geht noch weiter, es gibt noch weitere Fälle, wo Anfar so reagiert hat, insbesondere gegenüber eher kleinen, physisch nicht besonders beeindruckenden Personen. Und aus heutiger Sicht, das führt Herr Ziemen dann auch später im Buch noch weiter aus, kann man das sicherlich ziemlich klar mit eben, was wir auch dann aus späterer Forschung im Bereich von Menschen, die sich in Wolfsrudel integrieren, gelernt haben, eben mit dem typischen die Stellung feststellen, wo man sich eigentlich in der Hierarchie des Rudels befindet, erklären. So, jetzt habe ich auch schon an anderen Stellen wiederum erzählt, dass die frühere Vorstellung mit Alpha, Beta, Gamma und Schieß mich tot Wölfen so nicht existiert, dass die Chefs, die unangefochtenen Chefs, die Eltern in einem Rudel sind und alle anderen Rudelmitglieder fast immer, mit seltenen Ausnahmen, dass mal eben noch ein Schwiegersohn geduldet wird, sozusagen, bis der dann mit der jeweiligen Tochter abhaut. Oder umgekehrt, eine Schwiegertochter, die dann mit dem entsprechenden Sohn abhaut. Hin und wieder kommt das noch vor, aber sonst sind Rudel immer Familienverbände in der freien Wildbahn. Trotzdem, diese Rangkämpfe unter Wölfen, die man lange Zeit für standardmäßig und über Verwandtschaftsgrenzen hinweg angenommen hat und dass derjenige, der bei diesen Rangkämpfen siegt, dann halt eben der Alpha-Rüde bzw. Alpha-Fähe ist, findet so nicht statt. Trotzdem findet innerhalb der jeweiligen Generationen ein Auskämpfen, wer der Chef ist, sehr wohl statt. Meistens besteht ein Rudel ja aus den Eltern, den Einjährigen und den frischen Welpen sozusagen, die also noch klein sind. Teilweise sind dann auch noch Zweijährige mit dabei, die noch länger da geblieben sind. So, wer älter ist, ist logischerweise auch stärker als die anderen, aber innerhalb desselben Jahrgangs und desselben Wurfs sind sie ja gleich alt und hatten entsprechend gleich viel Zeit, groß und stark zu werden. Und innerhalb eben dieser Kleingruppe immer im Rudel wird dann schon auch aggressiv, mit einer gewissen freundschaftlichen Aggressivität, ohne große Verletzungen, ausgekämpft, wer eigentlich das Sagen hat, wer auf Platz 2 ist und wer auf Platz 3 und so weiter. Meistens sieht das so aus, dass die Männchen sich da durchsetzen, weil sie halt eben bei Kaniden ein Stückchen größer sind und ein Stückchen stärker sind als die Weiblein. Das heißt, die Brüder dominieren über die Schwestern und das passiert spätestens in der Pubertät der Wölfe, wo man eben feststellt, dass sie dann ihre Position auskämpfen. Und bei Wölfen, die sehr stark an den Mensch gewöhnt sind, möchten die eben auch gerne wissen, oder an den Bär zum Beispiel, ne, um nochmal auf Gaia, die Wölfin, die Bärin beißt, zurückzukommen. Da möchte man einfach gerne wissen, im entsprechenden Alter, wo man sich denn da einzuordnen hat und wo im sozialen Gefüge, das eben für Rudeltiere wie Wölfe so wichtig ist, der jeweilige Platz zu finden ist. Und in diesem Zusammenhang kann also auch ein domestizierter Wolf, der, wie gesagt, so menschennah aufgewachsen ist, wie das für einen Wolf überhaupt nur geht, sehr wohl dann zu aggressiven Verhalten übergehen, weil es ihm in den Genen steckt oder ihr, weil es einfach nun mal die Natur so vorgesehen hat, dass Wölfe sich so verhalten und für Wölfe ist das ganz normal. Also in dieser Hinsicht, wenn jetzt dieses typische Verhalten des ruppigen Umgangs miteinander eben durch eine Wolf-Hund-Kreuzung nochmal mit näherem Kontakt zu Menschen kombiniert wird, kann das eben zu den auffälligen Hybriden, die dann ein besonders aggressives Verhalten an den Tag legen, führen. Also nochmal, die aktuelle Forschung ist sich ziemlich sicher, anders als hier behauptet, dass Wolf-Hund-Hybriden in vielen Fällen durchaus aggressiv sein können. Die müssen das auch nicht immer sein, das ist schon richtig, aber eine Darstellung, als seien sie es nie, die wiederum ist Käse. Ja, das, man muss ohnehin bei wissenschaftlichen Aussagen, darf man eigentlich nie sagen, es ist so und nicht anders, sondern man arbeitet wieder mit Wahrscheinlichkeiten. Höchstwahrscheinlich ist es folgendermaßen. Ja, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es folgendermaßen ist. Will man also eine korrekte wissenschaftliche Formulierung haben, muss da eine Wahrscheinlichkeit
dazu, weil sonst wäre es ja eine Es ist-Formulierung. Und sobald irgendein Beispiel gefunden wird, bei dem es nicht ist, ist die Formulierung ungültig, weil falsch. Weil es ist so und dann ist es einmal nicht so und damit ist es nicht immer so und es ist nicht wahr, die Aussage, dass etwas ist. Ne? Erkenntnistheorie zu diesem Thema. Schön philosophisch und alles. Hochspannend. Ja, neben den Fällen mit Anfa, der eben sehr gut beobachteten domestizierten Wölfin, die hier aggressives Verhalten gegenüber Menschen an den Tag gelegt hat, hat der Herr Ziemen sich auch noch die Mühe gemacht. Ich hatte euch schon hier das Bild gezeigt mit der Stadt, die von Wölfen geplündert wird, eben auch mal in der Geschichte zu kruscheln und zu suchen, ob denn da auch was dran sein kann an manchen Berichten von Wölfen, die eben ganz schlimme Dinge anstellen. Er hat hier viele spannende Beispiele, dass es schon Beispiele gibt von Wolfsangriffen auf Menschen, die so mit Sicherheit zumindest teilweise auf Wölfe zurückzuführen sind oder es sehr so aussieht, als sei das so. Natürlich gibt es auch bloße Märchen. Hier nennt er ein paar, die ich auch ganz gerne kurz erwähnen möchte. Nämlich, Zitat, großer Beliebtheit erfreut sich besonders in England die Erzählung von jenem einsamen Soldaten, manchmal ist es auch ein Postbote, der in kalter Winternacht im Moor von Wölfen überfallen wird. Zuerst gelingt es ihm, mit dem Schwert mehrere Tiere zu töten, daraufhin ziehen sich die übrigen Wölfe zurück und der Mann steckt sein Schwert wieder in die Scheide. Doch das hätte er nicht tun sollen, denn die Wölfe greifen erneut an und nun ist sein blutiges Schwert in der Scheide festgefroren. So wird er doch getötet und gefressen. Nur sein Schwert bleibt zurück als Beweis für das tragische Geschehen. Da sieht man auch, wie gut dieses Buch geschrieben ist. Ja, also ich finde solche, das kann er super, das ist einfach prima geschrieben. Ich habe da enorm Spaß an diesem Büchlein. Gut, ja, tausendfach abgewandelt wurde auch die beliebte russische Mär vom ganzen Rudeln wütend heulender Wölfe, welche die durch die Winternacht dahinspringende Troika verfolgen. Bei dem nordamerikanischen Pendant dazu ist es der einsame Held, der sich Gewehrkolben schwingend am Lagerfeuer gegen die von allen Seiten angreifenden Wölfe verteidigt. Ich möchte selber übrigens noch ein kleines Beispiel beisteuern. Wir haben 10 Autominuten von hier die Wolfsschlucht. Wolfsschlüchte gibt es in Deutschland zig. In diesem Fall ist es die bei Baden-Baden bzw. bei Ebersteinburg. Nur für die Leute, die sich aus der Gegend sich da ein bisschen auskennen. So, in der Wolfsschlucht soll sich Folgendes zugetragen haben. Ein Fiedler, also ein Musikant mit einer Geige, Fiedel, was auch immer, hat in einem Wirtshaus in vermutlich Baden-Baden aufgespielt bis zum späten Abend und konnte sich nicht leisten, da zu übernachten und wollte entsprechend zurück nach Hause ins Murgtal. Da muss man mehr oder weniger an der Wolfsschlucht vorbei. Mehr oder weniger. So, und er wählte eben den Weg durch die Wolfsschlucht. Das ist so ein relativ tief eingeschnittenes Ding. Ist da dann irgendwie vom Weg abgekommen und abgerutscht und fiel dann da runter. Und dachte sich schon, habe aber Glück gehabt, dass es mir noch gut geht. Und dann sieht er vor sich ein paar glühend gelbe Augen. Und dann ist das ein Wolf. Und der Wolf knurrt und will ihm gerade schon ans Leben. Da holt er, denkt er sich, kann ich es ja mal, holt er also seine Fiedel heraus und fängt an zu spielen. Und der Wolf setzt sich hin und hört zu. Und die ganze Nacht durch spielt er weiter und spielt und spielt und wird inzwischen vermisst und irgendwann zieht ein Suchtrupp los und der spielt weiter und der Wolf hockt vor ihm und hört zu und spielt und spielt und dann kommen endlich seine Retter und erschießen den Wolf mit der Armbrust und dann ist der Wolf entsprechend tot und der Fiedler ist gerettet und auch das ist also eine dieser typischen Geschichten, die sich so mit Sicherheit nicht zugetragen haben. Ja, aber es gibt eben auch Beispiele von Geschichten aus der Vergangenheit mit Wolfsangriffen, die sich eben schon zugetragen haben. Und eine ganz prominente Darstellung ist eben die Bestie
aus dem Girondin. Bevor ich das jetzt kurz nochmal die Schilderung von Herrn Ziemen dazu ergänzen möchte, hier noch einmal die dazugehörige DVD. Das ist, tut jetzt eigentlich nichts zur Sache, aber vielleicht kennt den zufällig jemand. Pakt der Wölfe ist jetzt kein großer Super-Ultra-Hollywood-Streifen, ist ein französischer Film meines Wissens, ist mittelgut. Was für Fans. Also sie haben die Geschichte der Bestie vom Girondin, die ja historisch schon bis zu einem gewissen Grad überliefert ist, auch mit den jeweiligen historischen Eckpfeilern, die überliefert sind, hier schon wiedergegeben, allerdings noch ein bisschen ausgeschmückt mit akrobatischen Kampfeinlagen, mit indianischen Kriegern, die aus Amerika mitgebracht wurden, mit die Bestie ist auch kein wolfsartiges Wesen, sondern irgendwie so ein komisch verpackter Löwe. Shit, das darf doch nichts spoilern, verdammt. Schnitt! Ja, jedenfalls, ich finde den Film cool. Allerdings, Achtung, der ist ab 16. Ja, der ist ab 16 und das zu Recht. Wer empfindlicher ist, vielleicht lieber ab 18. Wer grundsätzlich sehempfindlich ist, für den ist der Film sowieso nichts. Also ist schon mitunter ein bisschen gruselig, bisschen gewalttätig. Also ich persönlich finde ihn gut. Gerade weil ich diese Geschichte und diesen Mythos um die Bestie vom Girondin sehr spannend finde. So, und dazu jetzt kurz die, also kurz ist immer relativ, wisst ihr ja, die Schilderung vom Herrn Ziemen, der das wirklich hervorragend zusammenfasst. Man kann das aber zur Not auch noch auf Wikipedia nachlesen, das ist auch ganz gut beschrieben. Am meisten unter Wölfen zu leiden hatten die Franzosen, aber einige Jahrhunderte später, nach dem für Frankreich unrühmlichen Ende des Siebenjährigen Krieges gegen Preußen, 1756 bis 1763. Das Land war von großen Unruhen heimgesucht, die Staatsfinanzen waren zerrüttet, die Landbevölkerung verarmt. Im Frühjahr 1764 hörte man erstmals von einer Bestie bei Girondin, welche die Herden der Schäfer überfalle. Bald sprach man im Languedoc und der Auvergne nur noch von La Bestio, anderswo von Bestie von Girondin. Die in den folgenden Jahren nicht nur unter den Haustieren wütete, sondern auch mehr als 100 Menschen getötet haben soll. Beschrieben wird sie als groß wie ein Kalb mit breitem Kopf und einer spitzen Windhundschnauze. Ihr Fell soll rötlich mit schwarzen Streifen gewesen sein. Die Brust ganz breit und die Hinterbeine etwas länger als die Vorderbeine. Hier eine zeitgenössische Darstellung. Ungefähr so könnte die Bestie von Girondin zumindest nach Schilderungen ausgesehen haben. Tatsache ist, dass es ganz viele tote Leute gegeben hat, das möchte ich kurz erwähnen, und dass es dementsprechend durchaus vorstellbar ist, dass die Leute eventuell in der Vorstellung, was für ein Monstrum das jetzt gewesen sein muss, und überhaupt die Theorie, dass es sich allein um ein einziges Tier handelt, ein bisschen über die Realität hinaus argumentiert haben. Wäre denkbar. Ja, vielleicht war es auch genau so ein Vieh. Kann sein. Kann tatsächlich sein, weil ein Mischling aus Wolf und Hund kann schon interessante Formen annehmen. Theoretisch. Oder guckt euch mal so diese riesigen Hunde, diese riesigen wo der Wolf reingemischt ist, so irischer Wolfshund und solche Viecher. Das sind schon wirklich ziemlich krasse Tiere. Gut, das sind alles für einen Wolf ungewöhnliche Merkmale, die eher auf einen Hund oder auch auf einen Bastard schließen lassen. Was für ein Tier die menschenfressende Bestie wirklich war, werden wir jedoch nie erfahren. Auch nicht, wie viele Menschen von ihr tatsächlich getötet wurden. Durch unzählige Gespräche in der Küche und dem Kamin sowie eine Vielzahl von Bilderbogen und fliegenden Blättern verbreitet, wurde die Kunde von dem Geschehen bald in ganz Frankreich zum großen Ereignis miterlebter Urängste.
Überall bei Hof wie in der Hütte wurde sie nacherzählt und um weitere schreckliche Details vermehrt. In der Gegend um Gévaudan brach Panik aus, denn die Ereignisse überstürzten sich in der Pfarrei Amont, fraß das Untier eine Witwe auf, bald danach 7 Hirtenkinder. Mehrmals wurden die Soldaten in das Gebiet entsandt, ohne Erfolg. Die berühmtesten Wolfsjäger der Zeit kamen angereist. Einer von ihnen hatte angeblich zuvor in der Normandie 1200 Wölfe getötet. Doch das Morden bei Gévaudan ging weiter. Auch Treibjagden mit mehr als 20.000 Bauern waren vergeblich. Inzwischen hatte König Ludwig der 15. 6.000 Livres demjenigen versprochen, der die Bestie tötete. Doch wie zum Hohn fiel diese nun sogar am helllichten Tag ihre Opfer an, verstümmelte sie furchtbar. Die Berichte davon breiteten sich in Windeseile aus und erfuhren immer neue Ausschmückungen. Schließlich gelang es, einen auffällig großen Wolf zu erlegen, später auch sein Weibchen samt den Jungen. Man glaubte, das Ende der Qual sei gekommen. Doch bald wurden neue blutrünstige Taten gemeldet. Ein kleines Mädchen wurde von einem wilden Tier, dessen Namen und Art man nicht genau beschreiben kann, gerissen. Wenig später hieß es, das Ungeheuer habe einen 18-jährigen Jungen in den Wald getragen und ihm die Halsschlagader durchgebissen. Inzwischen zählte man 68 tote Frauen und weit über 100 Kinder unter 15 Jahren, die meisten beim Viehhüten in den Wäldern und Bergen getötet worden waren, allesamt Opfer der Bestie. Nachdem jedoch am 19. Juni 1767 bei einem neuerlichen groß angelegten Treibjagd ein riesiger Wolf, wie es heißt, zur Strecke gebracht worden war, kam es zu keinen Überfällen mehr. Der Wolf wurde einbalsamiert und an den Hof nach Versailles geschickt, wo er jedoch infolge der herrschenden Wärme stark zersetzt und verwest ankam. Da erhielt weder der erfolgreiche Jäger seine Belohnung noch die Nachwelt Aufschluss über die wirkliche Natur des Tieres. So. In der schwedischen Studie, die sämtliche Wolfsangriffe auf den Menschen zusammenfasst, die sich irgendwie halbwegs bestätigen lassen, wird die Bestie vom Gévaudan tatsächlich auch aufgeführt. Und man geht sehr davon aus, dass zumindest anteilig an den wirklich, auch wenn es vielleicht nicht viele hundert gewesen sind, aber an den doch hohen Zahl der Todesfälle kann im Grunde aus Meinung mancher Leute, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, kann da eigentlich nur entweder ein Rudel Wolfsmischlinge beteiligt gewesen sein, die eben aufgrund ihres Mischlingsstatus keinen besonderen Respekt vor Menschen hatten, vielleicht auch gar nicht in der Lage waren, andere Beute zu machen und dann sehr schnell die tatsächlich häufig im Gévaudan unterwegs gewesenen Hirtenkinder angefallen haben und deren Schafe. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass da nicht auch noch Nutztierrisse gewesen wären, sondern Menschen und Nutztierrisse. Das muss man vielleicht noch entsprechend dazu sagen. Und tatsächlich nehmen also die Forscher aus Schweden diese Geschichte durchaus ernst und gehen davon aus, dass wir zumindest vermuten dürfen, dass daran wolfsartige Tiere mit beteiligt gewesen sind, wenn es nicht sogar wirklich Wölfe gewesen sind. Wir kennen aus Finnland, dazu kommen wir dann vielleicht nachher noch kurz, Beispiele von tatsächlichen Manhunter-Rudeln, wo sich das gesamte Rudel eben die Erfahrung gemacht hat, wie einfach Menschen doch zu erlegen sind. Und es entspricht dem natürlichen Verhalten von Wölfen, dass sie eben nun mal Nahrungsopportunist sind. Was heißt Nahrungsopportunist? Naja, das heißt schlicht und ergreifend, sie nehmen immer das an Futter, was sie mit dem geringstmöglichen Aufwand bekommen können. Und wenn sie erstmal rausgefunden haben, wie gering der Aufwand ist, um Kinder kalt zu machen, vorsichtig ausgedrückt, dann haben sie das gelernt. Und da kann es eben dann vorkommen, dass das von den Elterntieren an den Nachwuchs weitergegeben wird und wir dann gerade über Jahre hinweg, und diese Vorgänge im Gévaudan haben sich ja über einen langen Zeitraum abgespielt, kann da eine ganze Generation von Manhunter-Wölfen herangezüchtet werden. Kann. Ja.
Tatsache ist, dass bei den erlegten Tieren, das waren ja alles Wölfe oder zumindest im Wald lebende Tiere, also dass da irgendjemand Wolfshunde gezüchtet hat oder sowas in die Richtung, wie es zum Beispiel in der Science Fiction und Quatsch, in der Fantasy durchaus diskutiert werden darf. Dafür gibt es eigentlich wenig Hinweise, auch auf irgendwelche Verschwörungen, irgendwelcher interessanten Sekten, die den König stürzen wollen und ähnliches frührevolutionäres Zeug, das man da rein interpretieren kann, ist ganz interessant. Ja, jedenfalls ist das sicherlich einer der prominentesten Fälle von einem möglichen, auch wenn hier nicht ganz nachweisbaren Manhunter-Rudel, das es in der Vergangenheit mal gegeben hat. Eine weitere Ursache von Wölfen, die Geschmack an Menschenfleisch finden, das ist auch völlig unstrittig, kann auch entstanden sein durch Wölfe, die tatsächlich Leichen ausgraben und diese dann verzehren. Ein Wolf hat kein Problem damit, wenn ein Stück Fleisch mal eine Zeit lang verbuddelt gewesen ist, mitunter vergraben sie selber mal ein wenig Beute oder graben aus, was ein Bär vorher vergraben hat. Beispielsweise auch in meinem kleinen Wolfsvideo nochmal die Geschichte mit der Gaia. Sie buddelt das Stück Fleisch, was sie da futtert, hat sie auch ausgebuddelt, nachdem die Bärin es vergraben hatte, um es noch schön reifen zu lassen und ein bisschen gären zu lassen. Bären mögen das gerne und machen das auch in freier Wildbahn hin und wieder mal. Und ja, sie hatte sich eben ausgebuddelt, um es selber zu mampfen und zu klauen sozusagen. Ja, und dass die also mal eine Leiche ausgraben, ist im Grunde eine Ressource, die da im Boden steckt, die man durchaus essen kann. Nach verschiedenen Hungersnöten und auch Krankheitswellen kam es in Europa immer wieder vor, dass Wölfe dabei gesehen wurden, wie sie eben Leichen ausgegraben haben und aufgefuttert haben. Ich zitiere: Neben diesen sprachlichen Hinweisen auf einen Zusammenhang zwischen dem Wolf und dem Leichengender deuten so manche Berichte darauf hin, dass Wölfe in der Tat menschliche Leichen nicht nur gefressen, sondern sogar ausgegraben haben. Zur Zeit Mariah Stewarts soll in Schottland die Wolfsplage so groß gewesen sein, dass man die Toten gar nicht erst auf Friedhöfen begrub, sondern sie notdürftig auf Inseln im Meer bestattete, bis man den der Wölfe wieder Herr wurde. Auch aus Amerika liegen einschlägige Nachrichten vor. Als um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Kalifornien Gold gefunden wurde und zahlreiche Menschen auf dem Weg dorthin an Gelbfieber starben, sollen dort Wölfe viele Leichen gefressen haben. So gehen sicherlich nicht wenige Berichte von Wolfsüberfällen darauf zurück, dass Wölfe menschliche Leichname verschlangen. In der Folge machte man sie dann selbst für den Tod dieser Menschen verantwortlich. Unter der Voraussetzung, dass Wölfe sich an Lebenden wie an toten Menschen gewöhnt hatten und auch in der Lage waren, zwischen gefährlichen und ungefährlichen Menschen zu unterscheiden, erscheint es möglich, dass Wölfe in seltenen Fällen tatsächlich lebende Menschen angegriffen haben. Dies kann durchaus der Fall gewesen sein. Wenn, und jetzt kommt die Aufzählung der Situationen, in deren Erik Ziemen, einer der größten Wolfsforscher aller Zeiten, wie gesagt, davon ausgeht, dass es durchaus sein könnte, dass Wölfe Menschen angreifen, nämlich folgende Situation: Wenn in Zeiten von Kriegen, Seuchen oder Hungersnöten menschliche Leichen nicht sogleich oder nicht sicher genug vergraben wurden, wenn die Verfolgung der Wölfe lange Zeit nachgelassen hatte, weil die Männer im Krieg waren oder nicht mehr lebten, wenn die Frauen und die Alten allein und unbewaffnet zu Hause blieben und die Kinder das Vieh hüten mussten und wenn den Wölfen andere Beute fehlte und ihr Hunger groß war. So, und das sind alle Situationen, wie wir sie heute in Mitteleuropa, denke ich, nur noch sehr selten antreffen werden, zumindest in absehbarer Zukunft gar nicht. Und damit wäre jetzt nach den Vermutungen von Ziemen, wann Wölfe denn jetzt nun in größeren Umfang zum Manhunter, Maneater werden, ist das jetzt für die nähere Zukunft so gesehen eher unwahrscheinlich. Was allerdings Ziemen damals noch nicht wissen konnte, als er dieses Buch verfasst hat, ist eben, dass Wölfe wieder in Deutschland heimisch werden. Hätte er sich wahrscheinlich nicht träumen lassen, beziehungsweise nicht denken können, dass das demnächst passieren könnte. Und
in dem Umfang, in dem es jetzt inzwischen passiert ist, ist das schon wirklich eine ziemliche, zoologisch gesehen, ziemliche Sensation. Und man hätte das nicht für möglich gehalten, dass das wirklich funktioniert, insbesondere anhand des, aufgrund des schlechten Rufs, den der Wolf eben über die Zeiten genossen hat bei uns Menschen. Und vielleicht ist es wirklich der romantisierten Darstellung der Natur inklusive der romantisierten Darstellung des Wolfes, was zu großen Teilen ja auch überhaupt nicht schlimm ist, gar nicht. In manchen Teilen dann vielleicht schon, aber ist es dem zu verdanken, dass es eben wieder Wölfe in Deutschland gibt, womit ich grundsätzlich auch sehr einverstanden bin. Allerdings nicht unbedingt so ganz mit dem Management des Ganzen, weil halt eben, auch wenn die bisherigen historischen Quellen, wir kommen jetzt zu einer etwas neueren, nicht den Eindruck erwecken, dass da ein großes Risiko in nächster Zeit besteht, wegen keine Tollwut, wegen keine Hungersnöte, wegen die Wölfe haben genug zu fressen, wegen Leichen liegen nicht rum, die kommen gar nicht erst auf den Geschmack nach Mensch, es gibt keine Hirten im größeren Umfang, die mit dem Wolf, also als junger Mensch, in Kontakt kommen können und. Und wie gesagt, bis zu diesem Punkt sieht es wirklich sehr so aus, als seien Wolfsangriffe, und in der Historie waren sie eben auch sehr selten, weiterhin sehr selten. Aber ich hatte ja schon mal zwischendurch durch die Blume angemerkt, dass wir aber auch noch nie eine Situation mit einer super dichten menschlichen Bevölkerung und einer aufgrund des wenig verfügbaren Platzes, weil die menschliche Bevölkerung ja so dicht ist, sehr in Kulturnähe lebenden Wolfspopulation. Sowas hatten wir noch nicht. Und es gibt Leute, die irgendwie da meinen, nur so anders als in Rumänien ist bei uns nicht. Doch, ganz klar, doch ist es. Ja, auch da der Wolf bisher nur in den eher dünn besiedelten Teilen Deutschlands vorkommt, die noch relativ viel Rückzugsraum liefern, allerdings bei einer weiteren ungehemmten Ausbreitung wird er auch weiterhin Reviere dort suchen, wo eben suboptimal nur Platz verfügbar ist, und wird das nehmen müssen, weil die guten Reviere eben schon von Artgenossen besetzt sind. Die Wolfspopulation wird sich weiter ausbreiten, da sind sich eigentlich die meisten Wolfsforscher einig, sofern wir da eben nicht durch anthropogene Maßnahmen dem Ganzen den Riegel vorschreiben, und das also absichtlich. Wölfe sind auch nicht stark genug, sage ich jetzt mal, gefährdet durch den Straßenverkehr, dass wir vermuten dürften, dass sie allein durch Straßenverkehr wieder aussterben oder ihre Ausbreitung derart stark gehemmt wird, dass sie nirgendwo mehr hinkommen. Alle nennenswert großen Autobahnen sind schon mal von Wölfen überquert worden, das heißt, es gibt Beispiele von Fällen, wo sie es eben doch schaffen, darüber zu kommen. Sie sind anders als viele andere Wildtiere relativ gut in der Lage, die Geschwindigkeit von Fahrzeugen, die ihnen entgegenkommen, einzuschätzen. Das können zum Beispiel Elche so gut wie gar nicht. Deswegen heißt der Elchtest auch Elchtest. Das Ausweichen von einem plötzlich auftauchenden Objekt, das dann auch noch stehen bleibt und einen groß anguckt. Ja, weil ein Elch ist einfach nicht gewöhnt, dass irgendein Objekt sich super schnell auf ihn zubewegt und er tatsächlich ausweichen müsste, weil er ist das Größte, was sonst so rumspringt, und andere weichen dem Elch aus. Nicht der Elch weicht aus. Und ja, also das nur so mal als Beispiel. Wölfe, wie gesagt, sind da relativ gut drin im Straße überqueren. Wir kennen das auch von Füchsen, die intelligenztechnisch ähnlich mit dem Wolf gleichziehen. Und Füchse sind zum Teil sogar, also wirklich in der Lage, konnte man hervorragende Beobachtungen machen, einmal nach links zu gucken, einmal nach rechts zu gucken, schauen, bis kein Auto kommt, und dann wirklich, wie wenn wir auch über die Straße gehen würden, da gibt es gar keinen Unterschied, dann rüber zu laufen, wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist, und verschwinden dann mit Fuchstempo ganz schnell auf der anderen Seite wieder im Wald. Das kann also ein Wolf vermutlich auch wenn das noch nicht in dieser Form so ausführlich beobachtet worden ist. So, gleich geht's weiter mit dem nächsten Buch. Ich merke gerade, ich habe bisher dieses Video ohne Ehering aufgenommen. Oh, das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Klaus Hackländer, sicherlich einer der, ich sag jetzt mal, zeitgenössischen Wolfsexperten aus Österreich. Das Buch bezieht sich auch auf Er ist da in Österreich. Hervorragendes Buch, ist super aufgebaut mit verschiedenen
ich zeige mal kurz das Inhaltsverzeichnis, Fragen. Also das ist mal eine andere Aufstellung, nicht Verhalten, Ökologie und Fortpflanzung und so im klassischen Rahmen eines Zoologiebuchs zu einer Tierart, so wie zum Beispiel bei Okama der Fall. Ja, Okama war der hier. Sondern tatsächlich eben in Fragen formuliert, schon sehr wohl sehr wissenschaftlich fundiert mit den neuesten Erkenntnissen aus der entsprechenden Forschung. Es werden viele schöne Quellen zitiert, unter anderem eben auch die Studie aus Schweden, die als derzeit nach wie vor beste Quelle zu Fragen der Gefährlichkeit von Wölfen gilt. Und zwar John Linnell und Kollegen haben eben 2002 diese zusammenfassende Arbeit vorgelegt und nennen da Wolfsangriffe der jüngeren Vergangenheit und auch der ferneren Vergangenheit. Und das fasst der Herr Hackländer hier auch entsprechend sehr schön in seinem Buch zusammen. Ich habe natürlich auch die Originalstudie gelesen, aber die Zusammenfassung hier spart einem ein wenig Zeit. Die habe ich jetzt auch nicht extra für dieses Video gelesen, sondern es ist schon ein bisschen länger her. Die Linnell et al. Studie, die müssen wir jetzt noch mal ganz kurz ein kleines bisschen besprechen, weil erstens, die ist offiziell im Internet frei verfügbar, kann ich euch verlinken, mache ich auch, dann könnt ihr sie da selber durchlesen. Die ist Januar 2002 erschienen, herausgegeben worden in Trondheim, und wer sich ein bisschen auskennt, Trondheim ist nicht Schweden. Ich möchte mich also entschuldigen, ich habe mehrfach in diesem Video erwähnt, es sei eine schwedische Studie, das ist falsch. Wenn ich das nochmal sage, seht es mir nach, ich kann nicht jedes Mal das rausschnibbeln und ergänzen, das würde völliges Chaos verursachen. Also, es ist eine norwegische Studie und ich bitte um Entschuldigung. Norwegen und Schweden zusammenschmeißen mag für manche Leute naheliegend sein, für andere ist das ein großes Verbrechen, sollte eigentlich nicht passieren. Und das tut mir leid. So, und wir machen weiter. Und zwar haben wir von 1950 bis in die Gegenwart, sprich bis zum Erscheinen der besagten Studie, und danach waren noch mal ein ganz paar Einzelfälle, wie zum Beispiel die berühmte Joggerin in Alaska. Aber bis von 1950 bis zum Erscheinen der Studie hatten wir in den 50ern bis in die 70er Jahre in Nordwestspanien 3 Wolfsattacken, bei denen 4 Kinder getötet und weitere 4 Kinder verletzt wurden. Dann hatten wir 1980 und 1990, also immer in den jeweiligen Jahrzehnten, in Indien 3 Wolfsangriffe auf Kinder dokumentiert. Wobei man dazu sagen muss, in Indien gibt es auch eine gewisse Dunkelziffer, weil die Wölfe da auch in den Slums hin und wieder mal zuschlagen. Und da interessiert sich derartig niemand dafür, dass wir davon ausgehen dürfen, dass es da noch eine gewisse Dunkelziffer gibt. Nordamerika hat eben nur die paar Fälle, die ich bereits aus Okama aufgezählt habe. Das waren ja nun wirklich nicht viel. Was Okama nicht wusste, dass 2005 im kanadischen Saskatchewan ein Mann durch eine Wolfsattacke ums Leben kam. Die genauen Umstände sind meines Wissens unklar. 2007 dann die berühmte Joggerin, um die kurz noch zu erwähnen. Und in Europa haben wir 1950 bis 2000 insgesamt 59 Wolfsattacken auf Menschen, die eben so dokumentiert und als vermutlich wahr festgestellt werden konnten. Davon dabei starben 9 der 59 angegriffenen Personen. 5 der an tödlichen Angriffe gingen auf Wölfe mit Tollwut zurück, und damit haben wir gerade einmal 4 nachgewiesene Wolfstötungen in Europa zwischen 1950 und 2000. Entschuldigung, zwischen 1950 und 2000, bei denen wir nicht sagen können, dass Tollwut die Ursache gewesen ist. Wir wissen bei den 4 Fällen allerdings auch nicht mit Sicherheit, was denn stattdessen die Ursache gewesen ist. 1950 ist dahingehend ein interessanter Zeitabschnitt. Warum geht man da von 1950 aus? Weil da die Nachkriegszeit so langsam mal vorbei war und wir in der direkten Nachkriegszeit erstens schwierig dokumentierte Fälle finden, und wir davon ausgehen dürfen, dass eben unter anderem durch auch wieder die
Leichenfresserei der Wölfe das eine oder andere ganz schwer zuzuordnen ist, ob sie nur eine Leiche gefressen haben oder ob sie eben entsprechend für den Zustand der Leiche, also tot, auch verantwortlich gemacht werden dürfen. Bei aktuell mehr als 12.000 Wölfen in Europa und 400.000 auf russischem Staatsgebiet. In Russland sind es natürlich nur 40.000 Wölfe. Ich habe da irgendwie noch eine zusätzliche Null dran gelesen. Es sind 40.000, nicht 400.000. Und mehr als 50.000 Wölfen in Nordamerika. Für die anderen Kontinente wissen wir nicht genau, wie viele Wölfe das sind. Ist das eine recht überschaubare Zahl an Vorfällen? Zitat Hackländer. Also das Letztere, ne? Leicht gekürzt. Jetzt hat er dankenswerterweise noch aufgeführt, dass nach Ländern geordnet über die gesamte Zeit, die in der schwedischen Studie beobachtet worden ist, noch aufgeführt werden darf. Ich nenne jetzt mal spaßeshalber Deutschland und Österreich. Berichte über Wolfsangriffe, Zitat, datieren vor allem in die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648, kennt man. Von 1800 bis 1996 gab es zwar 92 Berichte über Wolfssichtungen auf dem Gebiet von Österreich und Deutschland, keine davon war aber mit einem Angriff auf Menschen verbunden. Also da war die Welt noch in Ordnung. Ja? Heute ist dies bisher ja auch immer noch. Hatte ich schon erwähnt, seit den 20 Jahren plus minus, die jetzt der Wolf hier ist, gab es keinen einzigen aggressiven Zwischenfall zwischen Wolf und Mensch. Das als aber wäre aber unwissenschaftlich jetzt so zu tun, als sei das ein Beweis dafür, dass es nie einen geben wird. Diese Logik existiert nicht. Aber gut, ja, dazu kommen wir noch. Anderes Beispiel Frankreich. Da haben wir eben die Sache mit dem Gévaudan, aber ich lese mal vor. Seit die Wölfe in den späten 1980er Jahren in Frankreich wieder sesshaft wurden, gab es keinen Bericht über Ereignisse, bei denen Menschen durch Wölfe verletzt oder getötet worden wären. Das heißt, seit 40 Jahren ist da alles ruhig. Wieder stellt sich die Vergangenheit weit gefährlicher dar als die Gegenwart. In der Region Gévaudan in Südfrankreich soll zwischen 1764 und 1767 eine Wolfsbestie mehr als 100 Menschen getötet und zumindest teilweise aufgefressen haben. Im Wald von Longchamp, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Longchamp geschrieben, kam es 1817 und 1818 zu 17 Wolfsattacken auf Menschen, wovon eine Frau und 16 Kinder betroffen waren. 9 Kinder starben. Den Fall kann man nicht weiter zurückverfolgen, aber ich hatte mir das noch in der Originalstudie ein bisschen genauer angeschaut und da handelt es sich wohl wahrscheinlich auch um den seltenen Fall, dass es ein Manhunter-Rudel gegeben hat, die aus Mangel an Alternativen dann doch irgendwie auf den Geschmack von Kindern und eben entsprechend einer Frau gekommen sind. Ob da Tollwut involviert war, wissen wir nicht. Könnte durchaus sein, könnte aber eben auch eine Anpassung gewesen sein, dass die aber dann nur innerhalb ihres Reviers eben tätig waren und innerhalb ihres Reviers möglicherweise auch nur diese Menge an Beute aufzutreiben war und sie danach dann wieder auf normale Beute zurückgreifen mussten. Wir wissen auch nicht, ob da eine entsprechende Jagd hinterher stattgefunden hat und das darf man aber annehmen, dass die Leute sich das haben nicht unbedingt gefallen lassen. Im April 1951 lief im Wald von Longes ein tollwütiger Wolf Amok, da kann man nachweisen, dass es Tollwut gewesen ist, bis 41 Menschen, von denen 14 an den Folgen der Tollwut starben. Hier sehen wir ganz schön, wie schlimm das mit der Tollwut eigentlich ist. Der Wolf rennt ja nicht rum und zerfleischt Leute, sondern der beißt sie einfach nur und dann zieht er weiter und beißt den nächsten so gefühlt. Das Problem ist einfach die Tollwutinfektion. Tollwut endet, wenn man dagegen, naja, wenn man da nicht viel Glück hat, kann Tollwut auch heute noch sehr schnell tödlich enden, weil kaum eine Möglichkeit der Behandlung bei aufgetretener Krankheit noch möglich ist. Ja, Impfen wäre dann eine Option. Damit sind es Viren. Eingangs des Videos wusste ich ja wieder nicht, ob es Viren oder Bakterien sind. Es sind Viren. Des Weiteren haben wir weitere Berichte über Menschenschäden durch tollwütige Wölfe datiert in den Jahren 1839, 1851, 1878, 1914, 1918 und in den 1920er Jahren gibt es auch noch mal ein paar Berichte durch Untaten von Wölfen. Danach waren sie auch in Frankreich
ausgerottet. Ja, die vielen Jahreszahlen, die ich zuletzt genannt habe, das waren immer so einzelne Fälle. Da war auch schon nicht mehr viel Wolf in Frankreich vorhanden. Also man hat sich dann, ich sage jetzt mal, Mühe gegeben, dafür zu sorgen, dass er auch komplett verschwindet. Wir müssen der Fairness halber mal kurz erwähnen, dass im damaligen Zeitgeist der Leute um 1900 plus minus rum der Wolf wirklich in keinster Weise als irgendwas Gutes angesehen wurde. Man hatte Angst vor ihm, man wusste nicht, wozu der gut sein soll. Natürlich hat er enorme wirtschaftliche Schäden bei den Nutztieren hinterlassen und viele Leute hatten schlicht und ergreifend auch Angst, in die Natur zu gehen, weil da ein Wolf sein könnte. Die spätere Romantisierung unserer Natur, beziehungsweise damals gab es ja schon auch eine gewisse, je nachdem in welcher Region man unterwegs war, gab es ja auch ab 1800 Ungrad auch schon eine gewisse Romantisierungswelle der Natur. Aber das moderne Verständnis des Naturgenusses in der Natur, dann einfach dahin gehen und so weiter. Man darf sich wirklich fragen, inwiefern das Fehlen des Wolfs und damit der, ich sag jetzt mal, etwas erschreckenderen Gefahren im Wald. Da gibt es trotzdem nach wie vor noch Gefahren, aber die Idee vom Wolf bzw. vom Raubtier gefressen zu werden, erscheint vielen Leuten sicherlich viel erschreckender, als dass einem ein Ast auf den Kopf fallen könnte. Das ist so eine diffuse Gefahr, über die man nicht wirklich nachdenkt, beziehungsweise man denkt sich, wird mich schon nicht treffen. Und das stimmt in den allermeisten Fällen ja auch. Aber die ebenfalls bei einer ähnlichen Wahrscheinlichkeit eintretende Gefahr, dass man mit einem Wolf eine aggressive Auseinandersetzung hat oder vielleicht noch mit einer niedrigeren oder einer höheren Wahrscheinlichkeit, das wissen wir ja eben nicht, deswegen machen wir ja den ganzen Kram. Das wird aber viel, viel schrecklicher wahrgenommen. Viel, viel schrecklicher. Die Idee, man könnte im Wald vom Wolf angegriffen werden, ist ausreichend, um Leute aus dem Wald rauszuhalten. Die Idee, es könnte einem ein Ast auf den Kopf fallen, für die allermeisten nicht besonders erschreckend. Ist interessant und irgendwo auch paradox. So, jetzt gibt es noch weitere Beispiele aus Europa, die hier aufgeführt werden. Ein interessanter Fall haben wir hier noch in Schweden. Ich zitiere: Die spektakulärste Episode mit Wolfsangriffen auf Menschen in Schweden datiert in die Jahre 1820 und 1821, als innerhalb von 3 Monaten 31 Menschen von Wölfen attackiert und 12 davon zu Tode gebracht wurden. Die meisten Opfer waren Kinder oder Jugendliche. Nachdem im April 1821 ein Wolf getötet worden war, kam es zu keinen weiteren Zwischenfällen. Recherchen ergaben, dass das aggressive Tier sehr wahrscheinlich in der Gefangenschaft großgezogen wurde und entkommen ist. Also mit Menschen vertrauter Wolf. Aus dem Jahre 1800 existieren Berichte über 4 Wolfsattacken, denen Kinder zum Opfer fielen. Und Schweden hatte auch immer Wölfe. Schweden hatte aber über die gesamte Zeit, die es da immer Wölfe gab, nie seit plus minus 1900 jemals wieder viele Wölfe. Das heißt, auch heute leistet sich Schweden erstaunlich wenig Wölfe. Die ist super gering, die Wolfspopulation. Irgendwo im Bereich weit unter 100, sage ich jetzt mal, die man annimmt, die da gerade da sind. Und immer wenn es dann wieder mal ein paar mehr sind, dann wird sofort wieder die Jagd eröffnet. Es gibt gewisse Abschussquoten, die abgeschossen werden dürfen und sollen, sodass ein paar Wölfe da sind. Man quasi sagen kann, in Schweden gibt es Wölfe, aber es gibt eben nicht viele Wölfe. Ich erinnere mich noch, wie ich als junger Mensch im Okama gelesen habe, eben auch da die Auflistung der Populationen verschiedener Wölfe, auch in Europa, dass es eben in Schweden Wölfe gibt. Zu dem Zeitpunkt war ich bereits einmal auf Wildnistour in Schweden gewesen, als ich das Buch bekommen habe, und fand das total spannend, dass da potenziell meine geliebten Wölfe hätten sein können und dass es die da irgendwo gibt. Aber ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber die Zahl an Wölfen, die es in Schweden so gab, war damals schon hier im Okama irgendwo im Bereich um 10 angegeben. Und ich hatte mich noch gefreut, immerhin, keine Ahnung habend, dass mit einer so geringen Wolfspopulation, deren genetische Variabilität massiv eingeschränkt ist und dass man im Grunde
nicht wirklich eine Wolfspopulation hat, wenn man nur so geringe Mengen von Wolf zulässt. Allerdings liegt um Schweden rum so viel Land, wo die Wölfe dann zuwandern und abwandern können, dass man hoffen kann. Und ich weiß nicht, inwiefern das untersucht wird, wahrscheinlich monitorisieren die das schon ausreichend, dass da immer mal wieder neuer Geneinfluss von draußen reinkommt. Und trotz der sehr geringen Zahl an Wölfen, die sich Schweden leistet, die nicht zu genetischer Verarmung automatisch gezwungen sind. Aber das ist jetzt leider nur eine Vermutung. Ich habe dazu nichts finden können, was in einer Sprache gewesen wäre, die ich verstehe, sprich Deutsch oder Englisch. Sprechen kann oder verstehe, so rum. Sprechen kann ich Deutsch, verstehen kann ich Englisch. Ich kann es auch ein ganz kleines bisschen sprechen, aber das ist peinlich für alle Beteiligten. Gut. Rumänien. Rumänien wird ja immer als das Land genannt von Wolfsbefürwortern, wo es auch funktioniert und wir sollen jetzt sein wie Rumänien. Das ist jetzt absichtlich ein bisschen provokant formuliert. Rumänien sammelte die Verfasser der Aus Rumänien sammelten die Verfasser der Studie 41 Berichte über Wolfsangriffe auf Menschen, von denen 8 verifiziert werden konnten. Überwiegend wurden Menschen verletzt, die Wölfe von ihren Nutztieren vertreiben wollten und dabei von den Wölfen gebissen wurden. In Rumänien besteht die europaweit größte Wolfspopulation mit 2500 bis 3000 Wölfen. Das Lustige ist, das haben wir in Deutschland inzwischen, ja, möglicherweise auch. Also die europaweit größte Wolfspopulation, wir arbeiten dran. Das ist erschreckend. Eigentlich irgendwo. Es ist auch irgendwo wieder schön. Ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll, wie viele Wölfe inzwischen wieder bei uns unterwegs sind. Ja, jetzt gibt es noch diverse andere lustige Berichte. Ich empfehle wirklich, wer sich umfassend zu den Fragen, die man zum Wolf so haben kann, informieren möchte. Vieles habe ich mal besprochen, manches habe ich noch nicht besprochen und hier ist es in wunderbarer Form zusammengefasst und ich kann dieses Buch echt nur empfehlen. Gibt es in allen, auch heute noch, auch leicht erhältlich, anders als so alte Schinken hier, gibt es das, glaube ich, auf allen nennenswerten Vertriebswegen, auf denen man halt so Bücher in Zeiten Corona bekommen kann. Jedenfalls aus der Studie Linell und Kollegen geht dann hervor, und das hatte ich schon irgendwie kurz erwähnt, die 3 großen Konsequenzen aus der wolfreichen Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Und vorher noch das schöne Schlusswort bzw. das lustige Fazit, das hier folgendermaßen zitiert wird. In ihrem Resümee schreiben Linell und seine Kollegen mit wissenschaftlicher Präzision, dass die Gefahr eines Wolfsangriffs auf Menschen größer als 0 ist. Ja, also es gibt ein Risiko, es ist nicht 0. Das würde bedeuten, wenn man nie in der Geschichte auch nur irgendeinen Fall von Wolf greift Mensch an gehabt hätte, dann wäre das Risiko zumindest historisch betrachtet auf 0. Aber selbst dann würde sich daraus nicht die innere Logik ergeben, dass es nie sein kann, dass ein Wolf mal einen Mensch angreift. Aber ich denke, trotzdem in dieser Situation hätten wir auch einfach ein ganz anderes Verhältnis zum Wolf als durch eben die Fälle in der Vergangenheit. Auch wenn die dann natürlich nochmal viel überdramatisierter dargestellt wurden, sind in der Historie, als das unbedingt notwendig gewesen wäre. So, 3 Maßnahmen für ein Wolfsmanagement gibt uns Linell und Kollegen auch noch mit auf den Weg. Und da lese ich wieder vor und zitiere. Erstens, Tollwut bekämpfen. Zweitens, die Dichte der natürlichen Beutetiere hoch genug halten. Und drittens, den Wolf auf Distanz halten. Letzteres bedeutet schließlich auch, dass Wölfe vergrämt und bejagt werden müssen. Das ist auch der aktuelle Stand der Strategie, mit der Schweden derzeit vorgeht. Akkuwechsel. Weiteres finden wir im Kapitel, was man tun soll, was tun, wenn man dem Wolf Aug in Aug gegenübersteht. Da zitiert Hacklen dann nochmals Linell und nennt dementsprechend die Punkte in der Checkliste, wie man sich denn am besten verhält im Wolfsgebiet. Da muss ich mich kurz nachsynchronisieren. Die Liste ist von Norwegern für Norweger und für norwegische Verhältnisse. Das heißt für uns Mitteleuropäer vielleicht ein bisschen eigenartig anmutend.
Und ich traue euch mal selber zu, dass ihr, bevor ich sage, schon wisst, wo der Knackpunkt in dieser Liste ist. Da gibt es nämlich einen ganz großen Knackpunkt, der einen möglicherweise ein bisschen aufhorchen lässt. Ich zitiere: Den Wolf nicht gestatten, dass er sich mehr als 100 Meter nähert. Arme bewegen und in die Höhe strecken, um möglichst groß zu erscheinen. Wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, gemeinsam agieren und den Wolf oder die Wölfe ein deutliches Zeichen geben, dass sie nicht willkommen sind. Sich langsam zurückziehen, dabei den Wolf oder den Wölfen nicht den Rücken zukehren. Lärm machen, Stöcke, Steine oder Sand werfen. In Gebieten mit Wolfvorkommen Kindern nicht gestatten, abseits der Gruppe zu spielen, Kinder immer unter Beaufsichtigung von Erwachsenen lassen, Hunde angeleint lassen und am besten gar nicht erst ins Wolfsrevier mitnehmen. Lagerplätze immer sauber und ordentlich halten, Nahrung immer abseits der Schlafplätze lagern, Nahrungsabfälle etc. außer Reichweite von Wölfen oder unter Verschluss halten. Abfall nicht verbrennen, Geschirr in den dafür mitgebrachten Behältern waschen, Abwaschwasser am besten im Meer entsorgen, am Meer die Notdurft am besten in Bereichen unterhalb der Hochwassermarke und nicht im erhöhten Gelände verrichten, da Wölfe auch Exkremente fressen. Ende. So. Wem ist was aufgefallen? Also mal abgesehen vom Meer, das offensichtlich als omnipräsent angesehen wird in dieser Empfehlung. Die haben ja eine Küstenlinie, die ist ja jenseits von Gut und Böse lang. Ich glaube länger als der Äquator oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber super, super lang durch die vielen Fjorde. Knackpunkt Nummer 1. 100 Meter. Wir haben in Deutschland inzwischen wirklich massenweise, und wir sehen auch nur die Dokumentierten, wo die Leute das mit dem Handy gefilmt haben, aber wir haben wirklich super viele Wolfsbegegnungen, wo der Wolf signifikant näher als 100 Meter ist. Das heißt, das ist mit dieser Empfehlung aus Schweden, also da wäre es quasi jetzt hier schon ein Risiko und eine sehr gefährliche oder wie auch immer ungewöhnliche, besondere Situation, dass der Wolf näher als 100 Meter ist. Bei uns wird das allgemein als relativ normal inzwischen immer noch zumindest von manchen Leuten so verkauft. Ich will auch gar nicht sagen, das ist nicht so. Und Wölfe, die sich auf diesem Wege annähern, sind im Regelfall tatsächlich auch nur neugierig und möchten einfach gerne mal gucken und kennenlernen, was ist denn das da für ein komisches Tier. Das sind sehr oft junge Tiere, die eben noch dabei sind, die Welt zu erkunden und eben ihren Platz in ihrem Land, in dem eben auch wir sind, herauszufinden und uns richtig einordnen zu können. Und da wir irgendwie seltsam sind und uns nicht so verhalten wie alles andere, was sonst so in ihrem Land unterwegs ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es nachvollziehbar ist und man den Wölfen es erstmal nicht übel nehmen darf, dass sie eine gewisse Neugier an den Tag legen. Und da bin ich eigentlich auch mit einverstanden, gerade eben in so einer dichten Kulturlandschaft wie Deutschland. Da ist es umso überraschender, dass eben Linnell und Kollegen, bei denen der Wolf nie weg war und die eben zu diesem Gebiet wirklich sehr viel geforscht haben, 100 Meter als magische Grenze angeben. Das nächste ist, wo man wirklich sehr drüber nachdenkt, also die generellen Verhaltenstipps mit groß machen, Zeug nach dem Wolf werfen, ihn anbrüllen, langsam zurückziehen, nicht wegrennen, nicht den Rücken zukehren. Das sind so allgemeine Tipps, das gilt mehr oder weniger für jedes Raubtier, bei dem man eine Chance hat, dass es wegrennt. Nicht für den Bär, weil der braucht nicht wegrennen, der weiß, dass er der Chef ist. Krass. In Gebieten mit Wolfsvorkommen Kindern nicht gestatten, abseits der Gruppe zu spielen. Das wäre dann in Deutschland Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und mindestens mal die Osthälfte von Niedersachsen. Teile von Thüringen und Teile von Sachsen-Anhalt. Ein bisschen viel Gebiet, wo Kinder nicht ohne Beaufsichtigung von Erwachsenen spielen dürfen. Ne? Jetzt kann man sich natürlich streiten, inwiefern man jetzt konkret sagt, Wolfsgebiet ist genau das Revier des entsprechenden Rudels so und so. Wir wissen das in Deutschland ja ziemlich genau. Andererseits breiten die sich eben auch aus und wir wissen nicht, wann sie das tun. Und so wäre es also nach dieser Gebrauchsanweisung ziemlich ratsam, die Kinder halt auch nicht im gesamten Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg rumspringen zu lassen, beispielsweise. Oder Sachsen selbstverständlich. Sachsen, ich habe ja Sachsen ganz vergessen, Entschuldigung. Da gilt das dann natürlich ähnlich. Also
Ostdeutschland, Nordostdeutschland, Mittelostdeutschland, geografisch jeweils, nicht politisch. Das sind so Ecken. Diese Anforderung kannst du eigentlich nicht wirklich, du kannst auch mit dem Hund gar nicht mehr vor die Tür gehen, weil du sollst ihn nach Möglichkeit ins Wolfsgebiet ja gar nicht erst mitbringen. Schwierig. Ja? Und das ist wirklich spannend, weil das halt für Schweden gedacht ist, ein Land, wo man eben problemlos den Wolfsgebieten ausweichen kann. Und in dem bisschen, was da Wolfsgebiet ist, ist es dann kein Problem, sich an solche besonderen Vorkehrungen zu halten. Und wir kriegen langsam wirklich Ausmaße von Wolfspopulationen. Das ist nach wie vor. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber es ist wirklich unglaublich eigenartig, dass das so bisher funktioniert und dass man das so durchzieht, in Anführungszeichen. Ja? Und scheinbar ist die Zahl der Wolfsfreunde in Deutschland aber auch wirklich so hoch, dass das geht, ja? Dass man das wirklich macht. Ich sage jetzt auch nicht, dass das falsch ist, wie gesagt, aber es ist eigenartig. Es ist international, im internationalen Vergleich wirklich sehr eigenartig. Gut, ein letztes noch aus den Büchern, dann gehe ich auch rein, weil erstens wird es kalt und zweitens brauchen wir dann die Bücher nicht mehr. Es gibt hier eine schöne Tabelle, ich will euch die jetzt nur grob so mal nahelegen, wo Einschätzungen verschiedener Wolfsverhaltensweisen in Bezug auf die Gefährlichkeit für den Menschen und die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen enthalten sind. Und zwar finden wir hier vier Spalten mit Verhalten, Ursache, Einschätzung und die Handlungsempfehlung. Und es sind sechs Eskalationsstufen sozusagen, in denen hier das beobachtete Verhalten des Wolfs jeweils eingeordnet wird, wie gefährlich das nun ist und was die mögliche Konsequenz daraus sein kann. Und da möchte ich grob zusammenfassend sagen, erstmal ein paar Sachen, die als eher harmlos gelten. Wölfe laufen im Schutz der Dunkelheit direkt an Ortschaften entlang oder durch sie hindurch. Dazu muss man sagen, das ist eben in Kombination mit diesem, was wir inzwischen wissen, dass Wölfe zwar den Menschen meiden sollten, eigentlich, was sie auch nicht immer tun, ne, aber eigentlich den Menschen meiden sollten, meistens, aber nicht menschliche Strukturen. Wölfe sind intelligent genug zu unterscheiden zwischen wirklich einem Tier, dem Tiermensch, das gefährlich sein könnte, und eben der Landschaft, in der sie geboren und aufgewachsen sind, die eben auch Dörfer, Städte und Ähnliches enthält. Und solange sie da dann durchlaufen, wenn sie merken, dass wir nicht da sind, was sie problemlos wahrnehmen können, aufgrund ihrer hervorragenden Nase, hervorragenden Seh- und Geruchssinn hatte ich ja schon, Hörsinn natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Und solange sie das hin und wieder mal tun und das eben auf Wanderungen passiert, wenn sie auf der Suche nach einem neuen Revier und einem neuen Zuhause sind, insbesondere junge wandernde Wölfe, darf das sicherlich als harmlos gewertet werden und benötigt keine weitere Aufmerksamkeit. Das Gleiche im Hellen, in Sichtweite von Ortschaften oder Einzelgehöften. Also nicht durch den Ort, sondern in der Nähe. Das heißt, sie halten einfach wenig Abstand zu menschlichen Strukturen, wissen, dass da Menschen sind. Zu denen halten sie dann möglicherweise Abstand, weil sie gerochen haben und so weiter. Wenn man dann aber in der Ferne einen Wolf sichtet, ist das auch kein Grund zur Beunruhigung und darf als meistens harmlos angesehen werden. Jetzt muss man betonen, meistens. Warum meistens? Weil es könnte auch sein, wenn das wiederholt vorkommt oder dass man es halt zum ersten Mal beobachtet und es schon mehrfach wiederholt vorgekommen ist und man weiß es nur nicht, dass der Wolf angefüttert wird oder sonst irgendwie habitualisiert wird oder eine Mülltonne in der Stadt gefunden hat, wo er was Leckeres zu fressen findet oder. Also ein bisschen drauf achten halte ich persönlich für sinnvoll. Nicht unbedingt der Herr Hackländer jedenfalls, schreibt er hier im Regelfall die keine weitere Handlungsbedarf, außer eben Vermeidung und Beseitigung von Nahrungsquellen, sofern da eben welche im Ort verfügbar gewesen wären. So, dann Eskalationsstufe 3, sage ich jetzt mal grob. Wolf flüchtet nicht sofort beim Anblick von Menschen und Autos, bleibt stehen und beobachtet seinerseits. Das ist eben auch dieses, jetzt lerne ich erstmal kennen, was dieses komische Homo Sapiens Wesen da überhaupt sein soll und lerne den einzuschätzen, weil ich den einfach noch nicht kenne, und das darf auch als harmlos
harmlos angesehen werden, es sei denn, derselbe Wolf taucht an derselben Stelle immer wieder auf und beobachtet immer wieder und kommt immer näher. Und ja, es ist die Frage, wie nah ist nah? Sind ein paar Meter dann irgendwo eine Grenze überschritten? Ich sage ja. Ist bei 100 Metern schon eine Grenze überschritten? In Anbetracht dessen, dann wäre schon sehr, sehr viel Grenze überschritten in Deutschland. Und ich glaube, aus der Situation heraus, dass der Wolf eben nicht bejagt wird, dürfen wir einen Abstand von 30 oder 50 Metern noch als normal ansehen, eben aus der veränderten Situation, die wir in Deutschland haben, heraus. Man muss das vielleicht ein bisschen weiter beobachten und eben gucken, dass das Tier ja nicht angelockt und angefüttert geworden ist. Und ansonsten aber ist es noch kein Grund, da jetzt in irgendeiner Form aggressive Gegenmaßnahmen, sage ich jetzt mal, durchzuführen. Anders als bei Wolf wird über längere Zeit in der Nähe menschlicher Siedlungen gesehen, dann müsste man unbedingt feststellen, ob er da irgendwo was zu futtern findet, ob er da möglicherweise gefüttert wird, was noch schlimmer wäre, habitualisiert wird in irgendeiner Form. Das braucht auf jeden Fall Aufmerksamkeit und gegebenenfalls vielleicht, je nachdem wie man drauf ist und wie die Gemeinde drauf ist und wie sicher man gehen möchte, bereits erste Vergrämungsmaßnahmen, sprich Krach machen, Rauch, Schall, hier Stroboskopmodus von Scheinwerfern und solche Sachen. Also noch nicht vielleicht unbedingt sofort das Gummigeschoss. Man kann den Wolf auch einfangen, sofern man schafft, und besendern, damit man dann weiterhin beobachten kann, ob der nun habitualisiert ist, ständig an derselben Stelle Futter findet oder eben nicht. Sollte sich der Wolf mehrfach Menschen interessiert nähern und zum Beispiel spielen wollen oder sonst irgendwie Interesse am Menschen zeigen, dann ist er habitualisiert, weil das findet nur statt, wenn es Menschen gegeben hat, die sich mit dem Wolf anfreunden wollten oder in irgendeiner Form es ganz toll fanden, einen Wolf zu sehen zu bekommen. Das kann ich ja menschlich absolut nachvollziehen. Es dient halt aber weder dem Tier noch uns, wenn wir die Wölfe eben zu sehr von uns abhängig machen oder zu sehr an uns gewöhnen, dass sie eben keinen Respekt mehr vor uns haben. Und selbst wenn es dann zu kleinen Auseinandersetzungen kommt, wo der Wolf einmal zwickt, wie im Spiel mit Artgenossen oder mit Bären, dann ist das schon genügend Schaden. Das kann dann sehr schnell für den Wolf vor allen Dingen ein Schaden werden, weil die Bild-Zeitung wird nicht berichten, der Wolf hat wie im Spiel mit Artgenossen mal eben ein Mädchen gezwickt. Sie hat eine ganz kleine Verletzung, nichts Schlimmes, gibt es ein Pflaster drauf, infiziert ist auch nichts, alles gut. Sondern die Bild-Zeitung wird wahrscheinlich anderes berichten. Und das könnte durchaus auch bei anderen Zeitungen oder bei Leuten, die ohnehin schon keine besonders tolle Meinung zum Wolf haben, sehr schnell ein gar nicht mal so mieses Argument, was schwer zu widerlegen ist, heraufbeschwören, wie zum Beispiel, ja, wozu brauchen wir den Wolf denn eigentlich? Unsere Vorfahren werden schon Gründe gehabt haben, warum sie den ausgerottet haben. Das stimmt, letzteres, ja, die hatten sie und das Leben war für die danach auch erheblich einfacher und der Fairness halber müssten wir auch sagen, auch für uns wäre in vielerlei Hinsicht manche Teile unseres Lebens einfacher, wenn hier kein Wolf rumspringen würde, allerdings zum Preis, dass halt eben kein Wolf hier rumspringt, der auch für durchaus Glück und Zufriedenheit sorgen kann, weil es einfach ein großartiges Tier ist und er damit emotional einen sehr hohen Wert hat. Ökologisch betrachtet, das Argument, der Wolf ist ja zunächst gut. Das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber tatsächlich halten sich die materiellen, wirtschaftlich nutzbaren Vorteile der Anwesenheit des Wolfs, sage ich jetzt mal, in Grenzen. Kann unter bestimmten Umständen zu besserem Waldwachstum, weil weniger Reh am Wald rumfrisst, führen. Das ist es aber dann im Wesentlichen auch. Aber das habe ich an anderer Stelle schon ein bisschen ausführlicher behandelt. Wolf reagiert unprovoziert aggressiv auf Menschen. In diesem Fall steht hier nur noch entfernen. Einschätzung gefährlich. Ja, Tatsache. Das ist tatsächlich bisher in Deutschland noch nicht vorgekommen. Herr Hackländer, herzlichen Dank. Ich kenne den Herrn Hackländer übrigens nicht persönlich, aber das Buch ist hervorragend, wie gesagt.
eine wirklich tolle Inspirationsquelle mit vielen, vielen auch für mich neuen, aber auch vielen Denkansätzen, die sich mit meiner eigenen Vermutung gedeckt haben. Das freut mich auch immer sehr, wenn ich sehe, ich bin nicht unbedingt allein und die logische Vermutung, die ich hoffe aufgestellt zu haben, deckt sich mit der von anderen Leuten, die von dem Thema erheblich, auch teilweise wirklich deutlich mehr Ahnung haben als ich selber. Auch wenn ich mich gerne ebenfalls damit auseinandersetze. Ich gehe mal rein, dann gibt es noch ein paar Worte zur Zusammenfassung bzw. zur weiteren Entwicklung vor allen Dingen. So, während ich also an diesem Projekt gesessen bin und geschnitten habe, wurde mir freundlicherweise mitgeteilt, dass es eine aktualisierte Fassung von der NINA-Studie, also dem Linnell et al. Report, von John D.C. Linnell und den anderen Leuten, die da draufstehen, gibt. Da haben sie sich nämlich eben die Zeit von 2002 bis 2020 auch nochmal angeguckt. Ne? Bis dahin war die Studie 2002 erschienen und der Rest hat logischerweise gefehlt. Und das müssen wir uns jetzt der Vollständigkeit halber natürlich auch nochmal angucken. Beeinflusst mein Fazit, das ich dann nachher noch ziehen werde, allerdings nur, wenn überhaupt, dann marginal. Da sind jetzt also noch sämtliche Wolfsangriffe aufgeführt, die sich im besagten Zeitraum hier ereignet haben. Und darunter ist auch eine ausführliche Darstellung von eben diesem berühmten Fall der Joggerin, die in Alaska von Wölfen gefressen worden ist. Das würde ich euch kurz einblenden wollen. Dann könnt ihr Pause drücken und selber lesen, wenn es euch im Detail interessiert, ist aber Englisch. So, ich habe hier mal ein paar der neueren Erkenntnisse zusammengefasst. In Kanada 2005, das ist eine der zwei Tötungen durch Wölfe, der Raubtier, also der karnivorischen Angriffe von Wölfen auf Menschen. Und zwar ist da ein Mann aus einer Minenkolonie rausgelaufen, um spazieren zu gehen, kam nicht zurück, man hat ihn später gesucht, man hat ihn tot aufgefunden und darf aufgrund von DNA-Spuren an den Bissspuren und auch der Art der Bissspuren davon ausgehen, dass es sich um Wölfe handelt. Was man weiß, ist, dass die Wölfe durch Müll angelockt wurden und häufiger eben dabei beobachtet worden, dass sie sich eben an dem Müll gütlich getan haben, der da von dieser Minenkolonie angefallen ist. Das gleiche hat man auch bei anderen Minenkolonien ähnlicher Art in der näheren Umgebung beobachtet und hat dann eben später angefangen, den Müll wegzuschließen und dafür zu sorgen, dass die Wölfe nicht rankommen und danach ist auch nichts mehr passiert. Also die Wölfe haben sich da immer mehr habitualisiert, ne? Sie haben beim Menschen was zu fressen gefunden und daher die Nähe zum Menschen als ja, etwas Selbstverständliches und das Finden von Fressen beim Menschen ebenfalls als etwas Selbstverständliches wahrgenommen. So kann man das jetzt zumindest ganz grob interpretieren. So, dann die berühmte Joggerin in Alaska, die habe ich euch eben eingeblendet, den Originaltext, den habt ihr hoffentlich gelesen. Das ist der bestuntersuchteste und einzige Fall, der so gut untersucht ist, wohlgemerkt. Ne? Es gibt noch andere Fälle, bei denen wir nichts Näheres wissen, bei dem Wölfe wirklich unprovoziert und ohne besonderen Grund jemanden getötet haben, aber das habe ich auch schon mehrfach erzählt, dadurch, dass die Frau am Joggen war, könnte es sein, dass sie damit einfach sich unbewusst wie Beute verhalten hat und den Verfolgungsreflex bzw. den Jagdreflex der Wölfe ausgelöst hat, könnte sein. Werden wir lieber nie erfahren und ja, das so viel dazu. Dann haben wir den 16-Jährigen, der sich zum Schlafen hinlegt und in den Kopf gebissen wird. Das ist wohl so etwas, was ich häufiger höre aus Seiten meiner Kommentare, dass die Leute halt eben Angst haben, im Wolfsgebiet zu schlafen, wenn man sich da hinlegt und pennt und vielleicht unterm Tarp liegt oder sonst wie, was ja keinen Schutz von einem Wolf darstellt, dass der einfach kommt und einen einfach beißt. So, und das ist in Amerika bei den vielen Leuten, die da wild im Wolfsgebiet zelten und auf Campingplätzen unterwegs sind, tatsächlich so,
ein ganz paar Mal vorgekommen, muss man jetzt tatsächlich sagen. Und das eben von 2002 bis 20. Und der eine relativ prominente Fall war eben dieser 16-Jährige, der hat sich auch unter freiem Himmel hingelegt. Und gebissen wurde er allerdings von einem Wolf, der eine Schädelfraktur hatte und wahrscheinlich daraus resultierend mindestens Schwierigkeiten, normale Beute zu fangen. Vielleicht auch irgendwie eine Geistesstörung, besonders seltsames Verhalten, eben durch seine Hirnverletzung. Der Junge hat es aber überlebt. So, dann haben wir in Kanada 2020 der betrunkene Mann, der vor seiner Haustür von einem Wolf angefallen wurde. Der Wolf hat vermutlich ihm aufgelauert in dem Gebüsch in der Nähe besagter Haustür. Das muss so eine kleine Hütte gewesen sein. Der betrunkene Mann kam von einer Party heim und der Wolf hat ihn quasi hinterrücks angefallen, hat ihn interessanterweise nicht direkt getötet, sondern hat ihm im Prinzip Stücke aus dem Bein gerissen. Daraufhin kamen natürlich geschreibedingt andere Leute angerannt und haben es geschafft, den Wolf zu vertreiben mit Tritten und mit Steinwürfen. In diesem Fall hat sich der Wolf dadurch aber nicht zurückgezogen, also jedenfalls nicht sehr weit, und hat weiter Opfer und Helfer umkreist und ist in der Nähe geblieben. Man hat dann, nachdem man den Mann weggebracht hat, auch weiterhin beobachtet, dass der Wolf am Tatort in Anführungszeichen noch verweilt hat und sich gefragt hat, wo denn jetzt seine Beute abgeblieben ist. Also, ja, das ist jetzt natürlich auch nur meine Interpretation. Aber jedenfalls war der Wolf dann noch da und wurde dann natürlich relativ schnell erlegt. Auch hier können wir keine Anzeichen von Tollwut oder Ähnlichem erkennen. Allerdings ist klar, dass die Wölfe auch bei diesem Ort, bei Kanada, habitualisiert waren und häufiger sich da am Ort haben sehen lassen und ja, auch sich nicht treiben lassende Wölfe wurden bereits mehrfach beobachtet. Es ist übrigens oft so, dass man tatsächlich bei Wolfsangriffen ist immer so die eskalierende Stufe, nachdem Wölfe langsam die Scheu zum Menschen verlieren. Also das ist schon kein Zufall und das ist auch schon in der 2002er Studie relativ deutlich geworden, wann immer Wölfe die Scheu vor Menschen zu verlieren scheinen, folgt möglicherweise dann auch irgendwann ein Angriff. Ja, das bisherige Auswertung der Statistik. Dann haben wir den einen Fall, wo ein Wolf eine Familie im Zelt angegriffen hat. Das gibt mir persönlich ein bisschen zu denken, weil ich davon ausgegangen bin, dass Zelte einen gewissen Schutz vor Raubtieren darstellen. Das ist auch so, weil die müssen durch das Zelt ja erstmal durchkommen und so kann der Wolf die Familie zumindest mal nicht überraschen. Der Vater hat halt versucht, so halb im Liegen vermutlich den Wolf irgendwie abzuwehren, wurde dabei in Hände und Arme gebissen und dabei gab es natürlich so viel Krach, dass die anderen Leute auf dem Zeltplatz zur Hilfe kamen und den Wolf mit Tritten und auch wieder Steinwürfen vertrieben haben, der aber auch wieder in der Nähe blieb und sich erstmal nicht zurückgezogen hat. Erst als dann alle Leute quasi da waren, die auf dem ganzen Campingplatz zu finden waren, hat sich der Wolf zurückgezogen. Er wurde später erlegt und es hat sich herausgestellt, dass es sich eben um ein altes, schwaches Tier gehandelt haben muss, das nicht mehr in der Lage war, reguläre Beute zu machen. Auch das beobachten wir häufig, dass Wölfe im Alter eben nochmal auf, ja, ich sag mal, leichter zu erlegende Beute umschwanken, weil sie nichts anderes mehr fangen können, das zu schnell wegrennt. Auch hier also ein nachvollziehbarer Grund. Dann haben wir den Camper, der im Lager angegriffen wurde. Da ist leider nicht genau bekannt, was er da genau im Lager gemacht hat, als er angegriffen wurde. Hat er geschlafen oder war er wach? Jedenfalls hat er den Wolf angestochen. Der ist dann geflüchtet und er selbst wurde dabei natürlich schon verletzt, aber vergleichsweise überschaubar. Man hat den Wolf dann später in sehr geschwächtem, wenn auch noch nicht ganz toten Zustand gefunden, ihn erlöst, sagt man in der Jägersprache in diesem Fall, und festgestellt, dass es sich ebenfalls um ein schwaches, mindestens schwaches, möglicherweise auch altes Tier gehandelt hat. Also im schlechten körperlichen Zustand. Dann der Pacific Rim-Vorfall. Da gab es tatsächlich 51 nahe Wolf-Mensch-Begegnungen.
Das ist eine der wenigen Situationen außerhalb von Deutschland, wo wir, ja gut, was heißt außerhalb von Deutschland, außerhalb von Europa, da in Europa generell können wir sowas mehrfach beobachten auch, wenn auch nicht in letzter Zeit und nicht so dokumentiert, dass es hier aufgeführt wird. Jedenfalls gab es da eben 51 nahe Wolf-Mensch-Begegnungen. Das ging von relativ harmlos, das ging von Spielzeug oder Kochgerät klauen, das kam aber auch vor, dass die Wölfe versucht haben, in ein Zelt zu gelangen. Verletzt wurde lange Zeit niemand. Dann wurden Hunde angeknurrt, Hunde scheinattackiert und später Hunde auch tatsächlich attackiert und auch getötet. Und eskaliert ist das Ganze, als zum ersten Mal ein Mensch gebissen wurde, der halt eben einen Hund dabei hatte. Die Tatsache, dass Hunde hierbei eine sehr große Rolle spielen, darf uns ein bisschen zu denken geben und weist natürlich wieder darauf hin, dass Wölfe Hunde als mögliche Konkurrenten in ihrem eigenen Revier ansehen können, unter Umständen. Ganz klar ist jedenfalls, dass die Wölfe hier habitualisiert waren. Manche Leute fanden es auch lustig, wenn die Wölfe Kochgerät klauen, und die Touristen haben damit unter dazu beigetragen, dass die Wölfe eben die Scheu vor Menschen verlieren. Im Yellowstone Nationalpark, das habe ich jetzt hier mal auf Englisch, konnte man feststellen, nachdem die Wölfe zum Teil immer weniger scheu auf Touristen reagiert haben, weil sie ja im Yellowstone auch nicht bejagt werden, hat man dann irgendwann angefangen zu versuchen, die natürliche Scheu der Wölfe wiederherzustellen durch aggressive conditioning, ja, action threat ranged from loud noises to rubber bullets and cracker shells. Rubber bullets, das sind die berühmten Gummigeschosse, cracker shells, das ist im Prinzip einfach peng, 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 krach, krach, krach. Hat im Fall vom Nationalpark auf diesem Level auch schon funktioniert, wobei wir natürlich, wenn wir dann noch ins Detail gehen, das können wir weiter hinten in der Studie hier übrigens finden, die verlinke ich euch, dann stellen wir fest, dass es meistens in den vielen Fällen mit Cracker Shells nicht getan ist, sondern Rubber Bullets und ähnliche tatsächlich physisch sich auf den Wolf auswirkende Geschosse und Vergrämungsmethoden höhere Erfolg verzielt haben. Aber dazu kommen wir noch. Das hat jedenfalls in diesem Fall funktioniert und bei ganz auffälligen Wölfen wurden diese dann halt eben entnommen. Also das Wolfmanagement im Yellowstone Nationalpark entspricht ungefähr dem, was wir uns auch fürs europäische, mitteleuropäische Wolfsmanagement abgeguckt haben, was auch da diesbezüglich die EU also als Empfehlung ausgesprochen hat. Das basiert auf den Erfahrungen im Yellowstone Nationalpark. Das ist auch jetzt nicht ganz schlecht, vielleicht auch nicht ganz ausreichend. Das wird man sehen müssen. So, dann gab es in Europa 4 Bisse in Polen, alles gesunde Wölfe, die sofort geschossen wurden. Die Bisse haben meistens Kinder betroffen, da ist allerdings nichts weiter Schlimmes passiert. Dass die sofort geschossen wurden, also mehr oder weniger umgehend, sofort waren Leute mit Gewehr im Wald und haben den Wolf sehr, sehr schnell aufgespürt und erlegt, spricht für die Tatsache, dass in Polen Wölfe nie weg gewesen sind und die Einheimischen tatsächlich eine gewisse Übung in der Wolfsjagd haben, dass das hier nicht erst ein Experte aus sonst wo eingefahren werden muss oder eingeflogen, sondern man weiß, was man tut, wenn ein Wolf sich daneben benimmt, und das hat dann unmittelbare Konsequenzen. Was kann man jetzt, das ist jetzt so ein kleines bisschen spekulativ von mir, vielleicht auch damit in Verbindung bringen, dass halt eben der Wolf in Polen nie weg war und man sich mit ihm relativ gut arrangiert hat. Ähnliche Situation in Rumänien. Auch wenn aus Rumänien hier jetzt überhaupt keine Fälle vorgekommen sind, eben weil man da in der Hinterhand, also unter der Hand, die Wolfssituation wahrscheinlich ganz gut im Griff hat, ohne dass sich da irgendwelche Wissenschaftler oder die EU oder irgendwelche Ministerien einmischen müssten. So, in Kroatien gab es mal einen Tollwutangriff auf einen Mann im Hinterhof, der hat schwer verletzt überlebt. Mazedonien, da gab es einen Fall, da ist ein Wolf in den Schafstall eingedrungen, der dazugehörige Landwirt ist hinterher, hat den Wolf am Schwanz gepackt und wollte ihn rauszerren, ist dabei gebissen worden. Dann kam seine Frau dazu mit der Axt und Mann und Frau gemeinsam haben dann mit der Axt den Wolf erschlagen und ihre Schafe verteidigt. Kann man durchaus als mutig ansehen, und wahrscheinlich sind die hinterher durchaus nicht wenig gefeiert worden für diese Nummer.
Im Kosovo insgesamt 3 Kinder wurden angefallen, 1 gebissen und die 2 anderen konnten den Wolf vertreiben, bevor sie gebissen worden sind. Der Wolf konnte nicht erlegt werden. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass es sich um denselben Wolf gehandelt hat. Die beiden Vorfälle lagen zeitlich auch recht eng miteinander, aber danach ist nichts mehr passiert und der Wolf hat offensichtlich, dadurch, dass man versucht hat, ihn zu erlegen, kapiert, dass hier was nicht so ganz koscher ist und das weitergesucht. Oder andere Gründe sind nicht bekannt. In Italien gab es einen Fall, da haben Touristen einen Wolf gefüttert, der daraufhin spielerisches Verhalten zeigte und später ein Kind gebissen hat. Also später meint Tage und Wochen später. Das war so ein langfristiger Prozess, wo ein Wolf immer weiter habitualisiert worden ist. Man hat ihn dann später gefangen und es hat sich eben herausgestellt, der ist gar nicht erst durch die Touristen habitualisiert worden. Die haben es jetzt sicherlich nicht besser gemacht, aber der war schon mal gefangen. Man hatte eine Halsbandreste, Halsbandreste nicht, aber Halsbandabdrücke am Hals des Tieres gefunden. Das heißt, er muss mal angekettet und ähnliches gewesen sein. Und er hatte auch noch etwas Hund in der DNA, vermutlich in dritter Generation. Dass das also sein kann, dass da jemand heimlich Wolfshybriden oder zumindest fast Wolfshybriden gezüchtet hat, von denen mal jemand entkommen ist und sich dann diese, ja, oder auch der da jetzt entkommen ist und immer mehr Wolf in diese Hybriden eingezüchtet worden ist, kann man sich jetzt verschiedene interessante Szenarien dabei ausdenken. Ganz koscher war das jedenfalls nicht. Und diesen Angriff darf man also nicht einem normalen Wolf zuschieben, sondern wir hatten da unsere Finger im Spiel, also wir Menschen. So, dann noch Balkan und Russland möchte ich noch kurz erwähnen. Da gab es insgesamt 86 Opfer von Wolfsangriffen. Das ist natürlich viel mehr als im Rest der Welt. Und noch viel krasser, das müsste man auch noch erwähnen, sind die möglichen Fälle in Indien, auch wenn sich da ganz schlecht nachvollziehen lässt, wann es ein Wolf gewesen ist, wann ein Hund, ein tollwütiger Hund, ein nicht tollwütiger Hund, ganz schwer zu sagen, und andere Kaniden, die da auch noch eine Rolle spielen dürften. Tollwut spielt in Russland durchaus eine Rolle, in den Balkanländern gelegentlich. Dazu kommen wir gleich noch mit einer separaten Tabelle, aber zunächst mal eine Übersichtstabelle. Widmen wir uns doch erstmal der Übersichtstabelle eben der jüngeren Wolfsangriffe von 2002 bis 2020. Und da haben wir tatsächlich so einen Schwerpunkt zwischen 15 und 18. Da kam einiges zusammen und da ist die Datenlage wohl besonders gut gewesen. Predatory bedeutet also, das sind die prädatorischen Angriffe, heißt, der Wolf hatte da wirklich die Absicht, den Mensch als Beute zu töten und zu fressen. Da haben wir den einen Fall aus Kanada, das war dieser Minenarbeiter, den Fall aus den USA, das war die Joggerin in Alaska. Und wir haben im Iran 6 Fälle und in Tadschikistan auch nochmal einen. So viel zu den Fällen, wo Wölfe wirklich Leute getötet haben, um sie zu fressen. Das ist in Anbetracht dessen, dass wir hier 18 Jahre betrachten, nicht nichts gemessen an der Gesamtmenschheit, allerdings überschaubar. So, wenn wir allerdings noch die Non-Fatal-Dinger dazu nehmen, dann sind es doch durchaus ein paar mehr. Dann kommen auch ganz wenige Fälle aus Europa dazu und führend ist wieder der Iran. Jetzt muss man dazu sagen, in Kriegsgebieten war das schon auch historisch in Europa so, dass nach dem und während dem 30-jährigen Krieg jede Menge Fälle von Wolfsangriffen wahrscheinlich zu dokumentieren gewesen wären. Wir haben gar nicht alle mitbekommen. Die profitieren von sowas. Andererseits, die Leute haben nichts zu fressen. Die Wilddichte geht entsprechend zurück, weil es auch Wilderei oder auch legale Jagd, ist ja egal, in diesem Fall gibt. Und die Wölfe halt einfach immer mehr darauf angewiesen sind, sich auch auf alternative Nahrungsressourcen zu konzentrieren. Daher kann man schon so ein bisschen nachvollziehen, warum das im Iran noch so ein Thema ist. Außerdem gibt es im Iran und übrigens auch in Israel nach wie vor den Ziegenhirten, den jungen Jungen, der eben mit der Ziegenherde außerhalb vom Dorf unterwegs ist. Auch das sind traditionell mögliche Wolfsopfer, die da häufiger mal angefallen werden. So auch zum Beispiel das Beispiel aus, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Aber wir hatten ja das Beispiel, wo die 3 Jungen angegriffen worden sind. Einmal einer einzeln und dann die 2 zusammen, die den Wolf vertrieben haben. Das sind auch so typische Hirten-Jungen-Angriffe quasi.
So, Rabies ist, wie auch immer man das korrekt ausspricht, ist Tollwut auf Deutsch. Da haben wir 14 mal Viertel, also tödlich, ne? Vor allen Dingen in der Türkei, in Indien und in Kasachstan. Allerdings müssen wir sagen, in Indien haben wir noch viel, 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 viel mehr Tote durch Tollwut. Da können wir nun nicht jeweils sagen, ob es der Wolf gewesen ist oder nicht. Das sind hier ja nur die nachgewiesenen Fälle. So, und bei den nicht fatalen sind es 360. 66, das ist dann schon einiges. Und wenn man sich da die einzelnen Länder da so anguckt, gibt es in manchen Ländern schon eine relativ überschaubare Zahl, zwar, aber doch vorhandene Zahl an Fällen, ne? In Indien 88, das sind auch wieder nur die nachweisbaren Fälle, dass es sich um Wolf gehandelt hat. So, und dann Defensive Provoked, das sind so die Angriffe, die man dem Wolf noch am ehesten vielleicht verzeihen kann, weil er da halt wirklich in die Enge gedrängt oder provoziert worden ist. Da haben wir 3 tödliche Fälle in der Türkei und 39 im Rest der Welt, sofern sie dokumentiert werden konnten. Auch wieder viel Iran, viel Türkei. Das sind wieder so Regionen, die halt eine gewisse politische Instabilität aufweisen. So, und jetzt gucken wir uns mal spaßeshalber noch die Tollwut insgesamt an. Was ist denn an Tollwuttoten durch, ja, Kanidentollwut, sagen wir jetzt mal, Fuchs, Schakal, Kojote, all solche Viecher, natürlich auch der Wolf, was es da so gibt. So, und da haben wir die schöne Tabelle und wir sehen da eine erschreckend hohe Zahl ganz oben in Indien. Das bezieht sich auf die, ja, Slum-Gebiete, mehr oder weniger Townships, wenn man sie so nennen möchte. Das ist natürlich für Südafrika der Begriff. Ja, aber das sind halt eben diejenigen, die dieser Kaste der Unberührbaren angehören, die dann in wirklich ärmlichsten und schlimmsten Verhältnissen leben. Und dann kommt es da jährlich, wohlgemerkt jährlich, zu ungefähr 20.847 Fällen von ja, toten Leuten durch Tollwut. Das, wie gesagt, sind auch Wölfe dabei, wahrscheinlich auch mehrfach, wie hier Yes Multiple in der zweiten Spalte darauf hinweist, die Tollwut da übertragen haben. Aber ganz viel dürften das auch eben Halbwilde oder auch Haushunde, die einfach mit Tollwut infiziert sind, sein, die da in diesen hygienisch etwas fragwürdigen Bedingungen leben. Und da geht es halt recht schnell, dass die sich dann auch bei der Dichte, in der sie da vorkommen, mit der Tollwut infizieren und das dann auch auf den Menschen übertragen. Und da eine Tollwutinfektion tödlich ist, wenn sie erstmal ausbricht, da kann man dann auch nicht mehr viel machen. Da könnte man auch in Europa nicht allzu viel dagegen tun. Die Krankheit ist wirklich sehr, sehr tödlich. Ja, ist das eine wirklich erschreckend hohe Zahl. Könnte man mit Impfungen gegen vorgehen, würde aber Geld kosten und mit enormem Aufwand verbunden sein. Offensichtlich nichts, was Indien bereit ist, da auszugeben. Ne? So, China hat 6.002 solche Fälle. Da sind Wölfe wohl auch beteiligt. Man weiß aber nicht, oder einer zumindest, inwiefern und wie viele und kann da nichts Genaueres zu sagen. Auch hier ist wohl die Hauptursache für Tote durch Tollwut in entsprechend Hundebissen zu sehen. Vielleicht noch Füchse und andere Kaniden wie eben Schakale, Kojoten, so ein Zeug. Der Marderhund wäre noch eine Idee, dass der vielleicht da auch noch eine Rolle spielen könnte. Der ist ja Chinese. Wer den nicht kennt, kann den mal googeln. Das ist ein sehr hübsches Tier. Könnte da noch eine Rolle spielen. Und ja, im Iran gibt es das natürlich auch. Da gibt es ja auch diverse andere Wolfsangriffe. Russland, klassischerweise gab es immer Tollwut. Da hat man auch gut dokumentiert einen größeren Zusammenhang von eben diesen 168, die wir hier in der rechten Spalte sehen können, dass es da eben nachweislich einen lokalen Tollwutausbruch mehr oder weniger gegeben hat unter Wölfen. Und das ließ sich hier gut dokumentieren. Das ist
plus minus der gleiche Tollwutausbruch wie in der Ukraine. Das war wohl grenzüberschreitend, dass das da aufgetreten ist. Deshalb da nochmal die gleiche Zahl, 169, wenn ihr in der Tabelle weiter runter geht. So, und in den anderen Ländern, das müssen wir jetzt nicht alles direkt durchkauen, finden wir ganz wenig, ganz vereinzelt hier und da mal einen Tollwutfall. In der rechten Spalte der Tabelle ab Bosnien-Herzegowina runter, da gibt es dann immer mal wieder tollwütige Wölfe, die man nachgewiesen hat, die haben aber niemanden gebissen. Ja? Oder beißen zumindest statistisch gesehen pro Jahr 0 Leute. Das kann sein, dass das irgendwie abgerundet ist von 0,02 oder irgendwie sowas. Also dass dann über viele Jahre hinweg doch auch mal jemand gebissen wird und auch mal jemand, ja gut, und man muss halt auch noch an der Tollwut sterben, um in diese Tabelle reinzukommen. Nur Tollwut zu bekommen oder von einem tollwütigen Tier gebissen, aber rechtzeitig behandelt zu werden, reicht nicht, um hier in die Tabelle zu kommen. Es ist nicht so, dass man unbedingt in diese Tabelle reinkommen möchte, ne? Also so war das nicht gemeint. Das klingt ja furchtbar. Ja, und das ist es im Prinzip auch hierzu. Und jetzt müssen wir noch mal eine kleine Konklusion aus der Studie von Linnell et al. Und den anderen zwei entsprechend ziehen. Ja, bereits in der alten NINA-Studie, also die von 2002, gibt es ja diverse Empfehlungen. Die haben wir auch schon mal so ein bisschen angesprochen, beziehungsweise ich tue es gleich noch im Fazit. Diese Empfehlungen wurden hier jetzt in der aktuellen Studie noch ein bisschen erweitert. Und zwar gibt es die grundsätzliche Empfehlung, wenn man nicht möchte, dass Wölfe übergriffig werden, sollte man gerade in Landschaften, die eben sowohl einen gewissen Anteil Mensch als auch einen gewissen Anteil Wolf enthalten, das gilt also auf jeden Fall auch für Deutschland, Folgendes tun. Remove food sources, also dass halt einfach nichts zu fressen rumliegt, wovon die Wölfe angelockt werden können, so eben geschehen in dem prominenten Fall in Kanada, wo der Minenarbeiter gefressen worden ist, dadurch, dass die Wölfe eben da regelmäßig vorbeigeschaut haben, um eben entsprechend was zu fressen. Das muss nicht zwingend heißen, wenn da Futter rumliegt, dass die Wölfe auch aggressiv werden. Es wurde auch mehrfach berichtet von Fällen von Wölfen, die eben auf der Müllkippe regelmäßig futtern gehen, ohne jemanden anzugreifen. Auch das kann passieren und das zeigt halt natürlich wieder einmal, dass wir es hier mit einem hochkomplexen Tier zu tun haben, das sich mal so verhalten kann und eben kein Roboter ist, bei dem man, wenn man den einen Knopf drückt, gefressen wird und beim anderen Knopf abgeschleckt, was weiß ich. So funktioniert das eben nun mal nicht. Dann wären da Abwehrmaßnahmen bzw. Vergrämen, zu Englisch Hazing. Da hat man vor allen Dingen eben im Yellowstone Nationalpark relativ viele Untersuchungen zu angestellt. Da gibt es auch einige jüngere, die ich mir tatsächlich auch mal irgendwann noch durchlesen werde. Die letzte ist auch von 2002, dann von 2019 ist eine von Appleby et al. 2017. Da hat man also wirklich ganz viel rumprobiert und es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, weil es ist halt in Amiland passiert, dass da so viele Untersuchungen gemacht worden sind. Und die kommen auf 6 Punkte, die sie als Erfahrung gemacht haben, wie sich denn der Wolf am besten vertreiben lässt. Und zwar sind mit milden negativen Stimuli wie Wasserpistolen, Pfeifen, Hörner, Lichtgeschichten, flackernde Lichter, Stroboskopgeschichten und so weiter und so fort. Das hat zwar alles einen gewissen minimalen Effekt, kann also mal funktionieren, meistens allerdings nicht mehrfach hintereinander, weil die dann begreifen, dass ihnen das nichts tut. Je mehr man davon miteinander kombiniert, desto besser funktioniert's. Und man hat ganz schnell festgestellt, dass erheblich höhere Erfolgsraten mit Rubber Bullets und Beanbags, die man mit der Shotgun verschossen hat, also sprich einfach nicht allzu tödliche Schrotmunition, wenn ich das hier richtig interpretiere, ist halt alles Englisch, damit hat man deutlich bessere Erfahrungen gemacht.
Außerdem kommt es sehr stark auf die individuelle Variation drauf an, was für ein Typ Wolf man es zu tun hat und auch je nachdem, wie stark der habitualisiert ist. Wenn der nun mal ein paar Mal bei Menschen was zu fressen in der Nähe gefunden hat, ohne mit Menschen selber jemals einen Kontakt gehabt zu haben, dann ist das was anderes, als wenn der von Hand gefüttert worden wäre oder so in der Richtung. Dann, it is important to react early in the progress, also Process, so rum. Das heißt, je früher man anfängt, die Wölfe zu vergrämen, desto besser. Also sobald die verhaltensauffällig werden, wäre es nicht verkehrt, mit der Vergrämung bereits anzufangen. Außerdem ist es deutlich schwieriger to treat animals, die food konditioniert sind, also die sich dann schon eben entsprechend an die Presence, ans Essen vorhandene Essen gewöhnt haben, ist schwieriger, die loszuwerden, als diejenigen, die einfach nur gelernt haben, dass da halt Menschen anwesend sind und Menschen sind halt einfach nur so da, die bringen nichts Positives. Das ist irgendwo naheliegend, wenn sie was zu fressen kriegen, dann haben sie ja da auch einen Vorteil draus, sich in der Nähe der Menschen aufzuhalten. Außerdem kann es durchaus sein, dass man die Wölfe mehrfach behandeln muss. Multiple treatments may be necessary. Und außerdem ist es wichtig, dass... Es ist also wichtig, dass man das Vergrämen auch an den Orten und in den Situationen durchführt, die man den Wölfen austreiben möchte. Heißt, wenn du in den Wald rennst und der Wolf ist jetzt seit 2 Wochen nicht im Dorf gewesen und du rennst in den Wald und schießt den Wolf mit Gummigeschossen ab, dann weiß der zwar, dass Menschen was Böses sind, er weiß aber nicht, dass er deswegen mit Gummigeschossen abgeschossen wurde, damit er nicht ins Dorf geht. Im Gegenteil, er könnte vielleicht sogar noch auf die Idee kommen, sich jetzt absichtlich im Dorf zu verstecken, weil im Wald wird ja mit Gummigeschossen auf ihn geschossen. Deswegen also nur das als Beispiel, dass man also wirklich versucht, das situationsbezogen dem Wolf klarzumachen, dass dieses aktuelle Verhalten, was er jetzt gerade zeigt, dazu führt, dass das schmerzhafte Konsequenzen haben kann. Ja, das wäre also grob die Zusammenfassung. Sorry, ich habe versucht, das so mehr oder weniger simultan aus dem Englischen zu übersetzen. Ja, dann wäre noch die Frage der Entnahme der verhaltensauffälligen Tiere. Da wird hier davon ausgegangen, dass man das zumindest als zusätzliche Option immer in der Hinterhand haben sollte. Und das wäre jetzt ausnahmsweise sogar mal was, was in Deutschland vorgesehen ist. Da gibt es entsprechende Gesetzesänderungen und Beschlüsse, auch aus dem Bundestag unter anderem, dazu, dass man, wenn ein Rudel verhaltensauffällig wird, vor Ort entscheiden kann, dass man so lange Individuen dieses Rudels oder halt Wölfe in der Region entnimmt, bis das verhaltensauffällige Verhalten nachlässt. Das klingt jetzt blöd, aber ungefähr so haben die das tatsächlich beschrieben und vor, in Zukunft durchzuführen, wo das dann halt notwendig sein wird. Wird das helfen? Wahrscheinlich schon, aber es führt halt auch dazu, dass man da wahrscheinlich ein paar mehr Wölfe entnimmt, als tatsächlich verhaltensauffällig gewesen sind. Naja, gut, da kann man jetzt durchaus geteilter Meinung zu sein. Das ist aber so der aktuelle Stand in Deutschland, in anderen Teilen der Welt, unter anderem auch wieder im Yellowstone, im Banff, im Cape Breton Highlands, im Pacific Rim, Fraser Islands und Masada National Park haben die das mehr oder weniger so ausprobiert und machen damit ganz gute Erfolge. Daher stammt auch die Idee, die kommt eben aus den amerikanischen Nationalparks, wo man das gut ausprobiert hat. Ja. Also irgendwas in diese Richtung oder zumindest ergänzend sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall in einem Wolf-Management-Plan vorgesehen sein, dass man eben selektiv den einen oder anderen Wolf mal entnehmen kann. Langfristig gesehen bekämpft das allerdings bloß das Symptom, dass ein Wolf, sobald er verhaltensauffällig wird, halt entnommen wird. Wenn man das garantieren könnte, dass man ihn immer rechtzeitig erwischt sozusagen, bevor was passiert, wäre das natürlich auch langfristig eine Strategie. Bei immerwährendem perfekten Wolf-Monitoring und immerwährender Entnahme genau rechtzeitig, kurz bevor was passiert, würde das zumindest auf dem Papier erstmal funktionieren.
Ich sag ja nur. So, und dann wäre noch das Thema Wolf Hunting anzusprechen, was sie hier auch in der Studie tun. Und sie nennen drei Punkte, in denen das Jagen, wirklich das aktive Jagen von Wölfen, positive Aspekte auf die Gefährlichkeit der Wölfe bzw. the Wolf Attacks on Humans haben kann. Und zwar zunächst mal, das Jagen reduziert schlicht die Population. Wenn weniger Wölfe da sind, ist das statistische Risiko, dass sich Wolf und Mensch begegnen, geringer, ergo kann auch weniger passieren. Oh Mist, jetzt ist das, geht das wieder los. Ich quatsche das jetzt trotzdem noch schnell fertig. Zweitens, das Jagen an sich sollte die Schüchternheit Shyness, also die Scheuheit der Wölfe, erhöhen und gegebenenfalls wiederherstellen, sofern sie verloren gegangen ist, weil sie dann schon in Verbindung herstellen zwischen hier riecht's nach Mensch und Peng und Kollege ist tot. Das sollte eigentlich funktionieren. Da gibt es auch entsprechende Beobachtungen, dass es das tut, ist allerdings auch noch nicht absolut der Weisheit letzter Schluss, aber kann man auf jeden Fall so sehen. So, und außerdem gibt es dann weiterhin die Vermutung, das ist allerdings auch nicht mehr als eine Vermutung, dass man bei der Jagd eher die Frechen, die sich sowieso schon in die Nähe der Siedlung jagenden Wölfe entdecken würde und erwischen würde, wenn man eben die Jagd in der Nähe der Dörfer stattfinden lässt. So, und damit sorry fürs Bohren, aber irgendwann muss ich das mal einquatschen und das bohrt heute den ganzen Tag. So, damit willkommen auf dem Sofa. Ich habe die Jacke gerade nur an, ich bin jetzt so durchgefroren vom langen auf dem Balkon sitzen. Wir heizen nämlich sparsam und dementsprechend muss ich mich jetzt erstmal so aufwärmen. So, zusammenfassend, beziehungsweise der Ausblick ist halt folgender. Wir haben jetzt in den insbesondere älteren Populationen mehrfach eben gehört, dass in der Vergangenheit, in der es gar keinen Wolf gab, also dieser wesentliche Faktor des Zusammentreffens von Mensch und Wolf gar nicht stattgefunden hat oder kaum, auch keinerlei Konflikte gegeben hat und die historischen Konflikte meistens auch nur in Zeiten großer Not für den Wolf und den Mensch meist entstanden sind, weil da beide Schwierigkeiten hatten. Mensch hat auch mehr Wild geschossen, Wolf hatte weniger zu essen. Wolf musste also auf das Wild ausweichen, was noch verfügbar war. Und selbst dann gab es, wenn wir uns angucken, was nach den Kriegen jeweils gewesen ist, nur vergleichsweise wenige und nur sehr vereinzelte, wirklich belegbare Fälle von Wolfsangriffen auf den Mensch. Und wenn wir es jetzt dabei belassen, wenn wir die historischen Quellen betrachten, wenn wir das durchaus nicht unwesentliche Argument, dass bisher seit 20 Jahren, die der Wolf in Deutschland ist, auch nichts passiert ist, in Betracht ziehen, könnte man also den Eindruck bekommen, der Wolf ist zwar nicht 100% ungefährlich, aber sehr unwahrscheinlich, dass es zu einem Angriff von Wolf auf Mensch kommen könnte. Aber, das ist bisher. Ja, und was wir jetzt wirklich nochmal, was ich nochmal betonen möchte, ist, es entsteht keine logische Notwendigkeit dadurch, dass 20 Jahre nichts passiert ist, dass auch in Zukunft weiterhin nichts passieren muss. Es gibt keine Grenze von Jahren, in denen nichts passiert ist, die danach zwingend dazu führt, dass es nicht mal passieren könnte. Und ich hatte es ja schon auch mal irgendwo zwischendurch angerissen, die Zahl der Wölfe steigt, die guten Wolfsreviere, die Orte, wo sich ein Wolf recht problemlos aufhalten kann, wie eben auf dem Truppenübungsplatz in der Lausitz, da stören die nun wirklich niemanden. Ja, da kann sich jeder mit anfreunden, dass der Wolf da rumrennt oder auch auf anderen Truppenübungsplätzen oder sonstige Naturschutzgebiete, von mir aus auch noch irgendwelche Nationalparke, irgendwie sowas in dem Stil, gar keine Frage. Aber je mehr der sich in der sonstigen Landschaft ausbreitet und je enger die guten Reviere werden, beziehungsweise je knapper, desto mehr wird er dann irgendwann wohin müssen, wo es halt keine guten Reviere mehr gibt. Und dann gibt es nur noch schlechte, also sehr nahe Menschen. So, und diese Wölfe werden sich trotzdem auch reproduzieren. Und auch da werden die Welpen nach 2-3 Jahren spätestens ein dringendes Bedürfnis des Abwanderns verspüren. Dann müssen sie zwingend bei uns wieder durch. Und es mag sein, dass das sicherlich ganz häufig so sein wird, dass das bei uns durchwandern unproblematisch ist. Und
wir für sie irgendwie ein Wesen sind, was sie gar nicht groß zur Kenntnis nehmen, vor dem sie weder Angst haben, noch dass sie es irgendwie als Nahrung in Erwägung ziehen. Das wird sich ja ganz, ganz oft so sein. Aber mit der steigenden Zahl an Wölfen und den kleineren Wolfsrevieren kann es dann schon vorkommen, dass mal einer dieser drei wesentlichen Faktoren für ein vernünftiges Zusammenleben zwischen Wolf und Mensch, die eben von den Schweden so gesehen werden, fehlt, nämlich der guten Nahrungsverfügbarkeit. Und vor allen Dingen auch der, ja, dass der Wolf entgegen der eigenen Logik, mit der er vorgeht und entgegen seinem üblichen Verhalten als Nahrungsopportunist immer die Nahrungsquelle zu nehmen, die am einfachsten verfügbar ist, dass er dann trotzdem sagt, ich werde jetzt hier weiterhin aus Mangel an Rehen, die langsam knapp werden, das sieht jetzt nicht so aus, als wäre das demnächst der Fall, dass die Rehe knapp werden, ja, aber nun mal spaßeshalber angenommen, dass das doch mal passieren könnte, anstatt dass ich jetzt auf Wildschweinjagd mache, insbesondere in der Zeit, wo gerade mal keine Frischlinge verfügbar sind, sondern nur die großen Schweine und die dann so nicht ganz ungefährlich sind, wo dann die Mutter auch gut aufpasst und so weiter, da könnte ich mir doch alternativ auch nochmal so ein Schaf holen oder so ein Huhn aus dem Hühnerstall von nebenan oder ganz viele Hühner, also so, das sind ja ganze Hühner, sind ja nur ein Chicken McNugget für so einen Wolf. Also dementsprechend, es ist halt alles nicht gesagt, dass das nicht passieren wird. Es gibt keinen logischen Grund, weshalb wir ausschließen können, dass das mal passiert. Ja. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir irgendwie versuchen müssen, einen Prozentsatz oder eine Wahrscheinlichkeit zu finden, mit der der Wolf möglicherweise gefährlich werden könnte. Und rein die Vergangenheit führt zu super, super geringen Zahlen, aber in der Vergangenheit hat es auch noch nie eine Situation, wie eben den Wolf in der Kulturlandschaft Deutschland jemals auch nur ansatzweise vergleichbar gegeben. Ja. Und wir reden hier immer noch von einem Raubtier. Zum Beispiel die Geschichte da mit dem Wolf, der durch Lohne gelaufen ist. Ne? Wir erinnern uns, der ein oder andere von euch wird es gesehen haben. Ich fand der Vater und die Tochter, wo die Tochter meint, cool, dem Wolf muss man helfen. Wie gesagt, super sympathische Tochter, sehr richtig verhaltener Vater, alles super. Und eben dazu die Äußerung des örtlichen Wolfsbeauftragten oder wie der heißt, der meint, dass da in keinem Fall überhaupt keine Gefahr gewesen wäre. Ich will das nicht noch großartig weiter diskutieren. Ich habe es ja schon getan. Und in den Kommentaren, ich hatte manchmal so ein bisschen das Bedürfnis, ob ich vielleicht nicht noch ein Kommentier-Video dazu mache. Aber es gab zumindest, um das abzuschließen, so ein bisschen was in die Richtung, wo ich mir wirklich dachte, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Gerade weil, oh, der Wolf wirkt eigentlich, tatsächlich gab es Kommentare in Richtung wie, der Wolf scheint mir Angst zu haben und sich völlig unwohl zu fühlen, der will da einfach nur weg. Okay, jetzt gehen wir mal tatsächlich davon aus, dass der Wolf sich unwohl fühlt, Angst hat und da einfach nur weg möchte. So, und jetzt haben wir seit Jahrtausenden Menschheitsgeschichte eins über Raubtiere ja gelernt. Nämlich, wenn die Angst haben und weg möchten und sich gegebenenfalls in die Enge gedrängt fühlen und dann Leute da sind, die sie vielleicht mit diesem Gefühl in Verbindung bringen, in dieser Situation besteht überhaupt keine Gefahr und das entsprechende Raubtier ist ganz besonders keinerweise irgendwie gefährlich. Das ist völliger Schwachsinn. Also wenn Raubtiere irgendwie für den Menschen gefährlich sind, dann, wenn sie sich in die Enge gedrängt fühlen, gegebenenfalls in Panik geraten. Selbst wir sind für unsersgleichen ja auch gefährlich, wenn wir in Panik geraten, uns in die Enge gedrängt fühlen. Und dann mag es auch den einen oder anderen Menschen geben, der in so einer Situation aggressiv auf seine Artgenossen reagiert. Ein Tier, das Töten jeden Tag gewöhnt ist und bei dem das Töten zur absoluten Existenzberechtigung führt und zur Existenz dieses Tieres essentiell notwendig ist,
Nee, da besteht überhaupt keine Chance, dass das in irgendeiner Form aggressiv reagiert. Ja? Also das ist doch wirklich völlig hanebüchender Blödsinn, das tut mir dann leid. Ich will da auch niemanden mit ärgern, aber das ist wirklich so ein Quatsch. Dieser Wolf in Lohne war wirklich super nah dran an Menschen, hatte nicht mal die Spur von in irgendeiner Form Respekt oder Abstand zum Menschen, natürliche Scheu. Das, was ihm zum Beispiel auch beim Herrn Hackländer unterstellt wird, was er normalerweise ja sehr wohl auch hat, das ist also vollkommen korrekt vom Herrn Hackländer, so ist das ja nicht gemeint, das war da zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht mehr vorhanden. Der Wolf befand sich also schon in einem Stadium von Menschen sind vollkommen egal, auch wenn da keinerlei Aggressivität zu bemerken war, wäre das jederzeit denkbar, vorstellbar, möglich gewesen. Absolut, ja. Also es gibt wirklich kein Naturgesetz, was verbietet, dass der Wolf auch hätte aggressiv sein können. Wenn er zum Beispiel irgendwo nicht durchgekommen wäre, wenn irgendjemand ihm im Weg rumgestanden wäre, per Zufall, aus Versehen, angewurzelt vor Schreck in einem engen Durchgang, wo der Wolf durch wollte. Oder es hätte ein paar Kinder gegeben, ohne Eltern nebendran. Die hätten irgendwie schreiend, wegrennend reagiert. Schreiendes Wegrennen löst durchaus oder auch ohne Schreien wegrennen eben den Verfolgungsinstinkt aus bei Wölfen. Selbst wenn die eigentlich woanders hin wollen und eigentlich was anderes vorhaben. Wenn irgendjemand erschreckt von einem Raubtier wegrennt, dann kommt der Instinkt des Raubtiers hinterher zu rennen und zu töten durch. Das ist ja der Grund, weshalb Raubtiere auch, insbesondere Wölfe, bei Schafherden so ein Massaker anrichten, obwohl sie die Schafe gar nicht alle fressen, weil die halt immer ständig panisch wegrennen. Das heißt, er tötet eins, die restlichen Schafe rennen panisch weg. Reflex ausgelöst, hinterher rennen, töten. Die restlichen Schafe rennen schreiend weg, Reflex ausgelöst, hinterher rennen, töten und so weiter. Es gibt keinen sinnvollen und notwendigen Grund, warum das nicht auch von einer Schar wegrennender Kinder auch ausgelöst werden könnte. Das klingt jetzt grausam, aber der logische Zusammenhang, warum das unmöglich ist, dass auch Kinder dieses Phänomen auslösen, den gibt es nicht. Allein die Tatsache, dass Wölfe bisher immer selten waren und auch in Deutschland, wir haben ja nicht 20 Jahre mit 3000 Wölfen, sondern wir haben 20 Jahre davon 10 mit sehr wenig Wölfen und jetzt langsam immer mehr werdend und jetzt erst sehr wenig Zeit mit vielen Wölfen, vergleichsweise vielen. Und dass das immer mehr werden, sieht man eben auch an der steigenden Zahl von Handyaufnahmen von Wölfen, die sich dem Mensch sehr wohl nähern. Von Wölfen, die bei Tag durch die Siedlung, nicht an der Siedlung entlang und auch nicht bei entlegenen Höfen rumlaufen. Und das wird weiter zunehmen, einfach nach Adam Riese, wenn das immer mehr Wölfe werden. Und nichts kann die Wölfe davon abhalten, immer mehr zu werden, weil ja keinerlei Möglichkeit, ja, was heißt Möglichkeit, auch keinerlei Notwendigkeit gesehen wird, ihren Bestand in irgendeiner Form zu reduzieren. Ich persönlich bin jetzt der Meinung, das ist jetzt allerdings eine Meinung, die haben auch viele Wolfsexperten sicherlich auch, andere haben sie nicht, dass wir irgendwann eine Regulierung und eine Bestandesbeschränkung des Wolfs brauchen werden. Die Zahl, dass es theoretisch in Deutschland Platz für irgendwie 1000 Rudel gäbe, ich meine das mal so gelesen zu haben, das mag sein, rein von der Naturlandschaft, die möglicherweise verfügbar ist, aber dann leben wir auch in einer Situation mit dem höchstmöglichsten Konfliktpotenzial und auch aus dem Interesse der Wölfe heraus, vor allen Dingen ehrlich gesagt, wenn es nach mir geht, aus dem Interesse der Wölfe heraus, sollten wir einfach vermeiden, soweit es sich vermeiden lässt, dass es dann halt doch trotz super geringer Wahrscheinlichkeit irgendwann mal vielleicht zu einem aggressiven Missverständnis zwischen Wolf und Mensch kommen könnte. Allein schon, weil irgendein Idiot, dafür braucht es nur einen Idiot, einen Wolf so sehr angefüttert und habitualisiert hat, dass der nicht mehr weiß, dass Menschen was anderes sind als Futterspender, die man anstupsen muss und vielleicht mal ein bisschen kräftiger anstupsen muss, damit die Futter rauswerfen. So in dem Stil. Ja. Es braucht nur ein paar Idioten. Das reicht schon völlig. Erfahrungsgemäß haben wir in Deutschland eine Sache wirklich genügend. Idioten. Und ganz genau. Das ist nicht so, dass andere Nationen das Problem nicht auch hätten. Aber wir sind da sicherlich nicht besser dran als viele andere Nationen. Ja.
Ich glaube, das ist es im Wesentlichen. Ist also ein hohes Risiko vorhanden, vom Wolf gefressen zu werden? Nö. Steigt das sehr geringe Risiko weiter an? Ja, absolut. Und mehr lässt sich eigentlich wirklich nicht zu dem Thema sagen, aber trotzdem seid ihr jetzt hoffentlich, also ich habe mir jedenfalls größte Mühe gegeben, so gut informiert, wie sich das eben in der, keine Ahnung, wie viel Zeit das jetzt gewesen ist, in der Zeit, die ich mir hier jetzt genommen habe, machen lässt. Man könnte sicherlich noch weitere Zitate, weitere Quellen hinzufügen, weitere Wolfsexperten zu Wort kommen lassen, was die eben zu der Thematik Gefährlichkeit des Wolfs zu sagen haben, das könnte man alles machen. Was ich bisher noch so gelesen habe und jetzt nicht aufgeführt habe, geht aber alles auch in diese Richtung zwischen es gibt keine Gefährlichkeit oder ich erwähne das einfach nicht, bis hin zu durchaus ein realistisches Risiko, wenn eben entsprechende Faktoren zusammenkommen und das Risiko ist umso höher, je mehr Mensch mit Wolf-Begegnungen eben stattfinden. Ja, das ist auch eine ganz einfache Mathematik. Kleines Risiko mal 8 Millionen, mal Quatsch, mal 80 Millionen Leute führt irgendwann bei, was weiß ich, wie vielen durchschnittlichen Begegnungen pro Tag, früher oder später bei immer mehr Wölfen, dann halt irgendwie irgendwann mal zu einer Zahl, die hoch genug ist, dass es Peng macht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und ich hoffe, das war wirklich ausführlich genug.